Abschnitt 1 von Fräulein Else von Arthur Schnitzler. Du willst wirklich nicht mehr weiterspielen, Else? Nein, Paul, ich kann nicht mehr. Adieu. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Aber, Else, sagen Sie mir doch, Frau Sissy. Oder lieber noch, Sissy, ganz einfach. Auf Wiedersehen, Frau Sissy. Aber warum gehen Sie denn schon, Else? Es sind noch volle 2 Stunden bis zum Dinner. Spielen Sie nur Ihr Single mit Paul, Frau Sissy. Mit mir ist's doch heute wahrhaftig kein Vergnügen. Lassen Sie sie, gnädige Frau, sie hat heute ihren ungnädigen Tag. Steht dir übrigens ausgezeichnet zu Gesicht, das ungnädig sein, Else. Und der rote Sweater noch besser. Bei Blau wirst du hoffentlich mehr Gnade finden, Paul. Adieu. Das war ein ganz guter Abgang. Hoffentlich glauben die zwei nicht, dass ich eifersüchtig bin. Dass sie was miteinander haben, Cousin Paul und Sissy Moore, darauf schwör ich. Nichts auf der Welt ist mir gleichgültiger. Nun wende ich mich noch einmal um und winke ihnen zu. Winke und lächle. Sehe ich nun gnädig aus? Ach Gott, sie spielen schon wieder. Eigentlich spiele ich besser als Sissy Moore und Paul ist auch nicht gerade ein Matador, aber gut sieht er aus. Mit dem offenen Kragen und dem bösen jungen Gesicht. Wenn er nur weniger affektiert wäre. Brauchst keine Angst zu haben, Tante Emma. Was für ein wundervoller Abend. Heute wäre das richtige Wetter gewesen für die Tour auf die Rosetta-Hütte. Wie herrlich der Simon in den Himmel ragt. Um 5 Uhr früh wäre man aufgebrochen. Anfangs wäre mir natürlich übel gewesen wie gewöhnlich, aber das verliert sich. Nichts köstlicher als das Wandern im Morgengrauen. Der einäugige Amerikaner auf der Rosetta hat ausgesehen wie ein Boxkämpfer. Vielleicht hat ihn beim Boxen wer das Auge ausgeschlagen. Nach Amerika würde ich ganz gern heiraten, aber keinen Amerikaner. Oder ich heirate einen Amerikaner und wir leben in Europa. Villa an der Riviera, Marmorstufen ins Meer, ich liege nackt auf dem Marmor. Wie lange ist es her, dass wir in Mentone waren? 7 oder 8 Jahre. Ich war 13 oder 14. Ach ja, damals waren wir noch in besseren Verhältnissen. Es war eigentlich ein Unsinn, die Partie aufzuschieben. Jetzt wären wir jedenfalls schon zurück. Um 4, wie ich zum Tennis gegangen bin, war der telegrafisch angekündigte Expressbrief von Mama noch nicht da. Wer weiß, ob jetzt. Ich hätte noch ganz gut ein Set spielen können. Warum grüßen mich diese 2 jungen Leute? Ich kenne sie gar nicht. Seit gestern wohnen sie im Hotel, sitzen beim Essen links am Fenster, wo früher die Holländer gesessen sind. Hab ich ungnädig gedankt? Oder gar hochmütig? Ich bin's ja gar nicht. Wie sagte Fred auf dem Weg vom Coriolan nach Hause? Frohgemut. Nein, Hochgemut. Hochgemut sind Sie, nicht hochmütig, Else. Ein schönes Wort. Er findet immer schöne Worte. Warum gehe ich so langsam? Fürchte ich mich am Ende vor Mamas Brief? Nun, Angenehmes wird er wohl nicht enthalten. Express, vielleicht muss ich wieder zurückfahren. Oh weh, was für ein Leben. Trotz rotem Seidensweater und Seidenstrümpfen. 3 Paar. Die arme Verwandte, von der reichen Tante eingeladen. Sicher bereut sie's schon. Soll ich's dir schriftlich geben, teure Tante, dass ich an Paul nicht im Traum denke? Ach, an niemanden denke ich. Ich bin nicht verliebt, in niemanden. Und war noch nie verliebt. Auch in Albert bin ich's nicht gewesen, obwohl ich's mir 8 Tage lang eingebildet habe. Ich glaube, ich kann mich nicht verlieben. Eigentlich merkwürdig. Denn sinnlich bin ich gewiss, aber auch Hochgemut und ungnädig, Gott sei Dank. Mit 13 war ich vielleicht das einzige Mal wirklich verliebt. In den Van Dyck oder vielmehr in den Abbé de Gouin. Und in die Renard auch und wie ich 16 war, am Wörthersee. Ach nein, das war nichts. Wozu nachdenken? Ich schreibe ja keine Memoiren. Nicht einmal ein Tagebuch wie die Bertha. Fred ist mir sympathisch, nicht mehr. Vielleicht, wenn er eleganter wäre. Ich bin ja doch ein Snob. Der Papa findet's auch und lacht mich aus. Ach, lieber Papa, du machst mir viel Sorgen. Ob er die Mama einmal betrogen hat? Sicher öfters. Mama ist ziemlich dumm. Von mir hat sie keine Ahnung. Andere Menschen auch nicht. Fred? Aber eben nur eine Ahnung. Himmlischer Abend. Wie festlich das Hotel aussieht. Man spürt lauter Leute, denen es gut geht und die keine Sorgen haben. Ich zum Beispiel. Haha, schad. Ich werd zu einem sorgenlosen Leben geboren. Es könnte so schön sein. Schad. Auf dem Simon liegt ein roter Glanz. Paul würde sagen, Alpenglühen. Das ist noch lang kein Alpenglühen. Es ist zum Weinen schön. Ach, warum muss man wieder zurück in die Stadt? Guten Abend, Fräulein Else. Küsst die Hand, gnädige Frau. Vom Tennis?
Sie sieht's doch. Warum fragt sie? Ja, gnädige Frau, beinahe 3 Stunden lang haben wir gespielt. Und gnädige Frau machen noch einen Spaziergang? Ja, meinen gewohnten Abendspaziergang, den Rolleweg. Der geht so schön zwischen den Wiesen. Bei Tag ist er beinahe zu sonnig. Ja, die Wiesen hier sind herrlich, besonders im Mondenschein von meinem Fenster aus. Guten Abend, Fräulein Else. Küss die Hand, gnädige Frau. Guten Abend, Herr von Dorsday. Vom Tennis, Fräulein Else. Was für ein Scharfblick, Herr von Dorsday. Spotten Sie nicht, Else. Warum sagt er nicht Fräulein Else? Wenn man mit dem Racket so gut ausschaut, darf man es gewissermaßen auch als Schmuck tragen. Esel, darauf antworte ich gar nicht. Den ganzen Nachmittag haben wir gespielt. Wir waren leider nur 3, Paul, Frau Moore und ich. Ich war früher ein enrangierter Tennisspieler. Und jetzt nicht mehr? Jetzt bin ich zu alt dazu. Ach, alt. In Marienlist, da war ein 65-jähriger Schwede, der spielte jeden Abend von 6 bis 8 Uhr. Dem Jahr vorher hat er sogar noch bei einem Turnier mitgespielt. Nun, 65 bin ich Gott sei Dank noch nicht, aber leider auch kein Schwede. Warum leider? Das hält er wohl für einen Witz. Das Beste, ich lächle höflich und gehe. Küss die Hand, gnädige Frau. Adieu, Herr von Dorsday. Wie tief er sich verbeugt und was für Augen er macht. Kalbsaugen. Habe ich ihn am Ende verletzt mit dem 65-jährigen Schweden? Schad auch nichts. Frau Winnawa muss eine unglückliche Frau sein. Gewiss schon nahe an 50, diese Tränensäcke, als wenn sie viel geweint hätte. Ach, wie furchtbar, so alt zu sein. Herr von Dorsday nimmt sich ihrer an, da geht er an ihrer Seite. Er sieht noch immer ganz gut aus mit dem graumelierten Spitzbart, aber sympathisch ist er nicht. Schraubt sich künstlich hinauf. Was hilft Ihnen Ihr erster Schneider, Herr von Dorsday? Dorsday, Sie haben sicher einmal anders geheißen. Da kommt das süße kleine Mädel von Sissy mit ihrem Fräulein. Grüß dich Gott, Fritzi. Bonsoir, Mademoiselle. Vous allez bien? Merci, Mademoiselle. Et vous? Was sehe ich, Fritzi, du hast ja einen Bergstock. Willst du am Ende den Simon besteigen? Aber nein, so hoch hinauf darf ich noch nicht. Im nächsten Jahr wirst du es schon dürfen. Pa, Fritzi. A bientôt, Mademoiselle. Bonsoir, Mademoiselle. Eine hübsche Person. Warum ist sie eigentlich bon? Noch dazu bei Sissy. Ein bitteres Los. Ach Gott, kann mir auch noch blühen. Nein, ich wüsste mir jedenfalls was Besseres. Besseres? Köstlicher Abend. Die Luft ist wie Champagner, sagte gestern Dr. Waldberg. Vorgestern hat es auch einer gesagt. Warum die Leute bei dem wundervollen Wetter in der Halle sitzen? Unbegreiflich. Oder wartet jeder auf einen Expressbrief? Der Portier hat mich schon gesehen. Wenn ein Expressbrief für mich da wäre, hätte er mir ihn sofort hergebracht. Also keiner da, Gott sei Dank. Ich werde mich noch ein bisschen hinlegen vor dem Diner. Warum sagte Sissy Dinner? Dumme Affektation. Passend zusammen, Sissy und Paul. Ach, wäre der Brief lieber schon da. Am Ende kommt er während des Dinner. Und wenn er nicht kommt, habe ich eine unruhige Nacht. Auch die vorige Nacht habe ich so miserabel geschlafen. Freilich, es sind gerade diese Tage. Darum habe ich auch das Ziehen in den Beinen. 3. September ist heute, also wahrscheinlich am 6. Ich werde heute Veronal nehmen. Oh, ich werde mich nicht daran gewöhnen. Nein, lieber Fred, du musst nicht besorgt sein. In Gedanken bin ich immer per Du mit ihm. Versuchen sollte man alles, auch Haschisch. Der Marine-Fähnrich Brandl hat sich aus China, glaube ich, Haschisch mitgebracht. Trinkt man oder raucht man Haschisch? Man soll prachtvolle Visionen haben. Brandl hat mich eingeladen, mit ihm Haschisch zu trinken oder zu rauchen. Frecher Kerl, aber hübsch. Bitte sehr, Fräulein, ein Brief. Der Portier, also doch. Ich wende mich ganz unbefangen um. Es könnte auch ein Brief von der Caroline sein oder von der Bertha oder von Fred oder Miss Jackson. Dankeschön. Doch von Mama. Express. Warum sagt er nicht gleich ein Expressbrief? Oh, ein Express. Ich mache ihn erst auf dem Zimmer auf und lese ihn in aller Ruhe. Die Marquesa. Wie jung sie im Halbdunkeln aussieht. Sicher 45. Wo werde ich mit 45 sein? Vielleicht schon tot. Hoffentlich. Sie lächelt mich so nett an wie immer. Ich lasse sie vorbei, nicke ein wenig. Nicht, als wenn ich mir eine besondere Ehre daraus machte, dass mich eine Marquesa anlächelt. Buenos Aires. Sie sagt mir Buenos Aires. Jetzt muss ich mich doch wenigstens verneigen. War das zu tief? Sie ist ja um so viel älter. Was für einen herrlichen Gang sie hat. Ist sie geschieden?
Mein Gang ist auch schön, aber ich weiß es. Ja, das ist der Unterschied. Ein Italiener könnte mir gefährlich werden. Schade, dass der schöne Schwarze mit dem Römerkopf schon wieder fort ist. Er sieht aus wie ein Filou, sagte Paul. Ach Gott, ich hab nichts gegen Filous. Im Gegenteil. So, da wär ich. Nummer 77. Eigentlich eine Glücksnummer. Hübsches Zimmer. Zirbelholz. Dort steht mein jungfräuliches Bett. Nun ist es richtig ein Alpenglühen geworden, aber Paul gegenüber werde ich es abstreiten. Eigentlich ist Paul schüchtern. Ein Arzt, ein Frauenarzt, vielleicht gerade deshalb. Vorgestern im Wald, wie wir so weit voraus waren, hätte er schon etwas unternehmender sein dürfen, aber dann wäre es ihm übel ergangen. Wirklich unternehmend war eigentlich mir gegenüber noch niemand. Höchstens am Wörthersee vor 3 Jahren im Bad. Unternehmend? Nein, unanständig war er ganz einfach. Aber schön. Apoll von Belvedere. Ich habe es ja eigentlich nicht ganz verstanden damals, nun ja, mit 16 Jahren. Meine himmlische Wiese, meine... Wenn man sich die nach Wien mitnehmen könnte. Zarte Nebel. Herbst? Nun ja, 3. September. Hochgebirge. Nun, Fräulein Else, möchten Sie sich nicht doch entschließen, den Brief zu lesen? Er muss sich ja gar nicht auf den Papa beziehen. Könnte es nicht auch etwas mit meinem Bruder sein? Vielleicht hat er sich verlobt mit einer seiner Flammen, mit einer Choristin oder einem Handschuhmädel. Ach nein, dazu ist er wohl doch zu gescheit. Eigentlich weiß ich ja nicht viel von ihm. Wie ich 16 war und er 21, da waren wir eine Zeit lang geradezu befreundet. Von einer gewissen Lotte hat er mir viel erzählt. Dann hat er plötzlich aufgehört. Diese Lotte muss ihm irgendetwas angetan haben, und seitdem erzählt er mir nichts mehr. Nun ist er offen, der Brief, und ich habe gar nicht bemerkt, dass ich ihn aufgemacht habe. Ich setze mich aufs Fensterbrett und lese ihn. Acht geben, dass ich nicht hinunterstürze. Wie uns aus San Martino gemeldet wird, hat sich dort im Hotel Fratazza ein beklagenswerter Unfall ereignet. Fräulein Else T., ein 19-jähriges bildschönes Mädchen, Tochter des bekannten Advokaten. Natürlich würde es heißen, ich hätte mich umgebracht aus unglücklicher Liebe oder weil ich in der Hoffnung war. Unglückliche Liebe, ach nein. Mein liebes Kind. Ich will mir vor allem den Schluss anschauen. Also nochmals, sei uns nicht böse, mein liebes, gutes Kind, und sei tausendmal... Um Gottes Willen, Sie werden sich doch nicht umgebracht haben. Nein, in dem Fall wäre ein Telegramm von Rudi da. Mein liebes Kind, du kannst mir glauben, wie leid es mir tut, dass ich dir in deine schönen Ferialwochen... Also, als wenn ich nicht immer Ferien hätte, leider. ...mit einer so unangenehmen Nachricht hineinplatze. Einen furchtbaren Stil, schreibt Mama. Aber nach reiflicher Überlegung bleibt mir wirklich nichts anderes übrig. Also kurz und gut, die Sache mit Papa ist akut geworden. Ich weiß mir nicht zu raten, noch zu helfen. Wozu die vielen Worte? Es handelt sich um eine verhältnismäßig lächerliche Summe, 30.000 Gulden. Lächerlich? Die in 3 Tagen herbeigeschafft sein müssen, sonst ist alles verloren. Um Gottes Willen, was heißt das? Denk dir, mein geliebtes Kind, dass der Baron Höning... Wie, der Staatsanwalt? Sich heute früh den Papa hat kommen lassen. Du weißt ja, wie der Baron den Papa hochschätzt, ja, geradezu liebt. Vor 1,5 Jahren damals, wie es auch an einem Haar gehangen hat, hat er persönlich mit den Hauptgläubigern gesprochen und die Sache noch im letzten Moment in Ordnung gebracht. Aber diesmal ist absolut nichts zu machen. Wenn das Geld nicht beschafft wird, und abgesehen davon, dass wir alle ruiniert sind, wird es ein Skandal, wie er noch nicht da war. Denk dir, ein Advokat, ein berühmter Advokat, der... Nein, ich kann es gar nicht niederschreiben. Ich kämpfe immer mit den Tränen. Du weißt ja, Kind, du bist ja klug, wir waren ja, Gott sei es geklagt, schon ein paar Male in einer ähnlichen Situation und die Familie hat immer herausgeholfen. Zuletzt hat es sich gar um 120.000 gehandelt, aber damals hat der Papa einen Revers unterschreiben müssen, dass er niemals wieder an die Verwandten, speziell an den Onkel Bernhard, herantreten wird. Na, weiter, weiter, wo will denn das hin? Was kann denn ich dabei tun? Der Einzige, an den man eventuell noch denken könnte, wäre der Onkel Viktor, der befindet sich aber unglücklicherweise auf einer Reise zum Nordkap oder nach Schottland. Ja, der hat's gut, der ekelhafte Kerl. Und ist absolut unerreichbar, wenigstens für den Moment. An die Kollegen, speziell Dr. Sch, der Papa schon öfter ausgeholfen hat. Herrgott, wie stehen wir da? Ist nicht mehr zu denken, seit er sich wieder verheiratet hat. Also was denn, was wollt ihr denn von mir?
Und da ist nun dein Brief gekommen, mein liebes Kind, wo du unter andern Dorsday erwähnst, der sich auch im Fratazza aufhält. Und das ist uns wie ein Schicksalswink erschienen. Du weißt ja, wie oft Dorsday in früheren Jahren zu uns gekommen ist. Na, gar so oft. Es ist der reine Zufall, dass er sich seit 2, 3 Jahren seltener blicken lässt. Er soll in ziemlich festen Banden sein. Unter uns nichts sehr Feines. Warum unter uns? Im Residenzclub hat Papa jeden Donnerstag noch immer seine Whist-Party mit ihm, und im verflossenen Winter hat er ihm im Prozess gegen einen anderen Kunsthändler ein hübsches Stück Geld gerettet. Im Übrigen, warum sollst du es nicht wissen, er ist schon früher einmal dem Papa beigesprungen, habe ich mir gedacht. Es hat sich damals um eine Bagatelle gehandelt, 8000 Gulden, aber schließlich 30 bedeuten für Dorsday auch keinen Betrag. Darum habe ich mir gedacht, ob du uns nicht die Liebe erweisen und mit Dorsday reden könntest. Was? Dich hat er ja immer besonders gern gehabt. Hab nichts davon gemerkt. Die Wange hat er mir gestreichelt, wie ich 12 oder 13 Jahre alt war. Schon ein ganzes Fräulein. Und da Papa seit den 8000 glücklicherweise nicht mehr an ihn herangetreten ist, so wird er ihm diesen Liebesdienst nicht verweigern. Neulich soll er an einem Rubens, den er nach Amerika verkauft hat, allein 80.000 verdient haben. Das darfst du selbstverständlich nicht erwähnen. Hältst du mich für eine Gans, Mama? Aber im Übrigen kannst du ganz aufrichtig zu ihm reden. Auch, dass der Baron Höning sich den Papa hat kommen lassen, kannst du erwähnen, wenn es sich so ergeben sollte, und dass mit den 30.000 tatsächlich das Schlimmste abgewendet ist, nicht nur für den Moment, sondern, so Gott will, für immer. Glaubst du wirklich, Mama? Denn der Prozess Erbesheimer, der glänzend steht, trägt dem Papa sicher 100.000, aber selbstverständlich kann er gerade in diesem Stadium von den Erbesheimers nichts verlangen. Also, ich bitte dich, Kind, sprich mit Dorsday. Ich versichere dich, es ist nichts dabei. Papa hätte ihm ja einfach telegrafieren können. Wir haben es ernstlich überlegt, aber es ist doch etwas ganz anderes, Kind, wenn man mit einem Menschen persönlich spricht. Am 6. um 12 muss das Geld da sein. Dr. F. Wer ist Dr. F? Ach ja, Fiala. Ist unerbittlich. Natürlich ist da auch persönliche Rancune dabei. Aber da es sich unglücklicherweise um Mündelgelder handelt. Um Gottes Willen, Papa, was hast du getan? Kann man nichts machen. Und wenn das Geld am 5. um 12 Uhr mittags nicht in Fialas Händen ist, wird der Haftbefehl erlassen. Vielmehr so lange hält der Baron Höning ihn noch zurück. Also, Dorsday müsste die Summe telegrafisch durch seine Bank an Dr. F. überweisen lassen. Dann sind wir gerettet. Im anderen Fall weiß Gott, was geschieht. Glaub mir, du vergibst dir nicht das Geringste, mein geliebtes Kind. Papa hatte ja anfangs Bedenken gehabt. Er hat sogar noch Versuche gemacht auf 2 verschiedenen Seiten. Aber er ist ganz verzweifelt nach Hause gekommen. Kann Papa überhaupt verzweifelt sein? Vielleicht nicht einmal so sehr wegen des Geldes, als darum, weil die Leute sich so schändlich gegen ihn benehmen. Der eine von ihnen war einmal Papas bester Freund. Du kannst dir denken, wen ich meine. Ich kann mir gar nichts denken. Papa hat so viel beste Freunde gehabt und in Wirklichkeit keinen. Warnsdorf vielleicht? Um 1 Uhr ist Papa nach Hause gekommen und jetzt ist es 4 Uhr früh. Jetzt schläft er endlich, Gott sei Dank. Wenn er lieber nicht aufwachte, das wäre das Beste für ihn. Ich gebe den Brief in aller Früh selbst auf die Post, express. Da musst du ihn Vormittag am 3. haben. Wie hat sich Mama das vorgestellt? Sie kennt sich doch in diesen Dingen nie aus. Also, sprich sofort mit Dorsday. Ich beschwöre dich und telegrafiere sofort, wie es ausgefallen ist. Vor Tante Emma, lass dir um Gottes Willen nichts merken. Es ist ja traurig genug, dass man sich in einem solchen Fall an die eigene Schwester nicht wenden kann. Aber da könnte man ja ebenso gut zu einem Stein reden. Mein liebes, liebes Kind. Mir tut es ja so leid, dass du in deinen jungen Jahren solche Dinge mitmachen musst, aber glaub mir, der Papa ist zum geringsten Teil selber daran schuld. Wer denn, Mama? Nun, hoffen wir zu Gott, dass der Prozess Erbesheimer in jeder Hinsicht einen Abschnitt in unserer Existenz bedeutet. Nur über diese paar Wochen müssen wir hinaus sein. Es wäre doch ein wahrer Hohn, wenn wegen der 30.000 Gulden ein Unglück geschehe. Sie meint doch nicht im Ernst, dass Papa sich selber... Aber wäre das andere nicht noch schlimmer? Nun schließe ich, mein Kind. Ich hoffe, du wirst unter allen Umständen, noch über die Feiertage wenigstens bis 9. oder 10. in San Martino bleiben können.
Unsretwegen musst du keineswegs zurück. Grüße die Tante, sei nur weiter nett mit ihr. Also nochmals, sei uns nicht böse, mein liebes, gutes Kind, und sei tausendmal. Ja, das weiß ich schon. Ende von Abschnitt 1. Gelesen von Crowwings. www.crowwings.com. Abschnitt 2 von Fräulein Else von Arthur Schnitzler. Also, ich soll Herrn Dorsey anpumpen. Irrsinnig. Wie stellt sich Mama das vor? Warum hat sich Papa nicht einfach auf die Bahn gesetzt und ist hergefahren? Wär grad so geschwind gegangen wie der Expressbrief, aber vielleicht hätten sie ihn auf dem Bahnhof wegen Fluchtverdacht. Furchtbar, furchtbar. Auch mit den 30.000 wird uns ja nicht geholfen sein. Immer diese Geschichten. Seit 7 Jahren. Nein, länger. Wer möchte mir das ansehen? Niemand sieht mir was an, auch dem Papa nicht. Und doch wissen es alle Leute. Rätselhaft, dass wir uns immer noch halten. Wie man alles gewöhnt. Dabei leben wir eigentlich ganz gut. Mama ist wirklich eine Künstlerin. Das Souper am letzten Neujahrstag für 14 Personen. Unbegreiflich. Aber dafür meine 2 Paar Ballhandschuhe. Die waren eine Affäre. Und wie der Rudi neulich 300 Gulden gebraucht hat, da hat die Mama beinahe geweint. Und der Papa ist dabei immer gut aufgelegt. Immer? Nein. Oh nein. In der Oper neulich bei Figaro. Sein Blick plötzlich ganz leer. Ich bin erschrocken. Da war er wie ein ganz anderer Mensch. Aber dann haben wir im Grand Hotel soupiert und er war so glänzend aufgelegt wie nur je. Und da halte ich den Brief in der Hand. Der Brief ist ja irrsinnig. Ich soll mit Dorsey sprechen? Zu Tod würde ich mich schämen. Schämen? Ich? Mich? Warum? Ich bin ja nicht schuld. Wenn ich doch mit Tante Emma spräche. Unsinn, sie hat wahrscheinlich gar nicht so viel Geld zur Verfügung. Der Onkel ist ja ein Geizkragen. Ach Gott, warum habe ich kein Geld? Warum habe ich mir noch nichts verdient? Warum habe ich nichts gelernt? Oh, ich habe was gelernt. Wer darf sagen, dass ich nichts gelernt habe? Ich spiele Klavier, ich kann Französisch, Englisch, auch ein bisschen Italienisch. Habe kunstgeschichtliche Vorlesungen besucht, haha. Und wenn ich schon was Gescheiteres gelernt hätte? Was hülfe es mir? 30.000 Gulden hätte ich mir keineswegs erspart. Aus ist es mit dem Alpenglühen. Der Abend ist nicht mehr wunderbar. Traurig ist die Gegend. Nein, nicht die Gegend. Aber das Leben ist traurig, und ich sitze da ruhig auf dem Fensterbrett, und der Papa soll eingesperrt werden. Nein, nie und nimmer. Es darf nicht sein, ich werde ihn retten. Ja, Papa, ich werde dich retten. Es ist ja ganz einfach, ein paar Worte, ganz nonchalant. Das ist ja mein Fall. Hochgemut, haha. Ich werde Herrn Dorsey behandeln, als wenn es eine Ehre für ihn wäre, uns Geld zu leihen. Es ist ja auch eine. Herr von Dorsey, haben Sie vielleicht einen Moment Zeit für mich? Ich bekomme da eben einen Brief von Mama. Sie ist in augenblicklicher Verlegenheit, vielmehr der Papa. Aber selbstverständlich, mein Fräulein, mit dem größten Vergnügen. Um wie viel handelt es sich denn? Wenn er mir nur nicht so unsympathisch wäre. Auch die Art, wie er mich ansieht. Nein, Herr Dorsey, ich glaube Ihnen Ihre Eleganz nicht. Und nicht Ihr Monokel und nicht Ihre Noblesse. Sie könnten ebenso gut mit alten Kleidern handeln wie mit alten Bildern. Aber, Else, Else, was fällt dir denn ein? Oh, ich kann mir das erlauben. Mir sieht's niemand an. Ich bin sogar blond, rötlich blond, und Rudi sieht absolut aus wie ein Aristokrat. Bei der Mama merkt man's freilich gleich, wenigstens im Reden. Beim Papa wieder gar nicht. Übrigens sollen sie es merken. Ich verleugne es durchaus nicht und Rudi erst recht nicht, im Gegenteil. Was täte der Rudi, wenn der Papa eingesperrt würde? Würde er sich erschießen? Aber Unsinn, Erschießen und Kriminal, all die Sachen gibt's ja gar nicht. Die stehen nur in der Zeitung. Die Luft ist wie Champagner. In einer Stunde ist das Diner, das Dinner. Ich kann die Sissy nicht leiden. Um ihr Mädel kümmert sie sich überhaupt nicht. Was zieh ich an? Das Blaue oder das Schwarze? Heute wäre vielleicht das Schwarze richtiger. Zu dekoltiert. Toilette des Circonstance heißt es in den französischen Romanen. Jedenfalls muss ich berückend aussehen, wenn ich mit Dorsey rede. Nach dem Dinner, nonchalant. Seine Augen werden sich in meinen Ausschnitt bohren. Widerlicher Kerl, ich hasse ihn. Alle Menschen hasse ich. Muss es gerade Dorsey sein? Gibt es denn wirklich nur diesen Dorsey auf der Welt, der 30.000 Gulden hat? Wenn ich mit Paul spräche? Wenn er der Tante sagte, er hat Spielschulden, da würde sie sich das Geld sicher verschaffen können. Beinahe schon dunkel. Nacht, Grabesnacht.
Am liebsten möchte ich tot sein. Es ist ja gar nicht wahr. Wenn ich jetzt gleich hinunterginge, Dorsday noch vor dem Diner spräche? Ah, wie entsetzlich. Paul, wenn du mir die 30.000 verschaffst, kannst du von mir haben, was du willst. Das ist ja schon wieder aus einem Roman. Die edle Tochter verkauft sich für den geliebten Vater und hat am Ende noch ein Vergnügen davon. Pfui Teufel. Nein, Paul, auch für 30.000 kannst du von mir nichts haben. Niemand. Aber für 1 Million, für ein Palais, für eine Perlenschnur? Wenn ich einmal heirate, werde ich es wahrscheinlich billiger tun. Ist es denn gar so schlimm? Die Fanny hat sich am Ende auch verkauft. Sie hat mir selber gesagt, dass sie sich vor ihrem Manne graust. Nun, wie wär's, Papa, wenn ich mich heute Abend versteigerte, um dich vor dem Zuchthaus zu retten? Sensation! Ich habe Fieber, ganz gewiss, oder bin ich schon unwohl? Nein, Fieber habe ich. Vielleicht von der Luft, wie Champagner. Wenn Fred hier wäre, könnte er mir raten? Ich brauche keinen Rat. Es gibt ja auch nichts zu raten. Ich werde mit Herrn Dorsday aus Eperie sprechen, werde ihn anpumpen. Ich, die Hochgemute, die Aristokratin, die Marchesa, die Bettlerin, die Tochter des Defraudanten. Wie komme ich dazu? Wie komme ich dazu? Keine klettert so gut wie ich, keine hat so viel Schneid. Sporting Girl. In England hätte ich auf die Welt kommen sollen oder als Gräfin. Da hängen die Kleider im Kasten. Ist das grüne Loden überhaupt schon bezahlt, Mama? Ich glaube, nur eine Anzahlung, das Schwarze ziehe ich an. Sie haben mich gestern alle angestarrt. Auch der blasse kleine Herr mit dem goldenen Zwicker. Schön bin ich eigentlich nicht, aber interessant. Zur Bühne hätte ich gehen sollen. Bertha hat schon 3 Liebhaber. Keiner nimmt es ihr übel. In Düsseldorf war es der Direktor. Mit einem verheirateten Manne war sie in Hamburg und hat im Atlantik gewohnt. Apartment mit Badezimmer. Ich glaub gar, sie ist stolz darauf. Dumm sind sie alle. Ich werde 100 Geliebte haben. 1000, warum nicht? Der Ausschnitt ist nicht tief genug. Wenn ich verheiratet wäre, dürfte er tiefer sein. Gut, dass ich Sie treffe, Herr von Dorsday. Ich bekomme da eben einen Brief aus Wien. Den Brief stecke ich für alle Fälle zu mir. Soll ich dem Stubenmädchen läuten? Nein, ich mache mich allein fertig. Zu dem schwarzen Kleid brauche ich niemanden. Wäre ich reich, würde ich nie ohne Kammerjungfer reisen. Ich muss Licht machen. Kühl wird es. Fenster zu, Vorhänge herunter. Überflüssig. Steht keiner auf dem Berg drüben mit einem Fernrohr. Schade. Ich bekomme da eben einen Brief, Herr von Dorsday. Nach dem Dinner wäre es doch vielleicht besser. Man ist in leichterer Stimmung, auch Dorsday. Ich könnte ja ein Glas Wein vorher trinken, aber wenn die Sache vor dem Diner abgetan wäre, würde mir das Essen besser schmecken. Pudding à la merveille, fromage et fruits divers. Und wenn Herr von Dorsday Nein sagt, oder wenn er gar frech wird? Ach nein, mit mir ist noch keiner frech gewesen. Das heißt der Marineleutnant Brandl, aber es war nicht bös gemeint. Ich bin wieder etwas schlanker geworden, das steht mir gut. Die Dämmerung starrt herein. Wie ein Gespenst starrt sie herein, wie 100 Gespenster. Aus meiner Wiese herauf steigen die Gespenster. Wie weit ist Wien? Wie lange bin ich schon fort? Wie allein bin ich da? Ich habe keine Freundin, ich habe auch keinen Freund. Wo sind sie alle? Wen werde ich heiraten? Wer heiratet die Tochter eines Defraudanten? Eben erhalte ich einen Brief, Herr von Dorsday. Aber es ist doch gar nicht der Rede wert, Fräulein Else. Gestern erst habe ich einen Rembrandt verkauft. Sie beschämen mich, Fräulein Else. Und jetzt reißt er ein Blatt aus seinem Scheckbuch und unterschreibt mit seiner goldenen Füllfeder. Und morgen früh fahre ich mit dem Scheck nach Wien. Jedenfalls, auch ohne Scheck. Ich bleibe nicht mehr hier. Ich könnte ja gar nicht, ich dürfte ja gar nicht. Ich lebe hier als elegante junge Dame und Papa steht mit einem Fuß im Grab. Nein, im Kriminal. Das vorletzte Paar Seidenstrümpfe. Den kleinen Riss grad unterm Knie merkt niemand. Niemand? Wer weiß. Nicht frivol sein, Else. Bertha ist einfach ein Luder. Aber ist die Christine um ein Haar besser? Ihr künftiger Mann kann sich freuen. Mama war gewiss immer eine treue Gattin. Ich werde nicht treu sein. Ich bin Hochgemut. Aber ich werde nicht treu sein. Die Filous sind mir gefährlich. Die Marchesa hat gewiss einen Filou zum Liebhaber. Wenn Fred mich wirklich kennte, dann wäre es aus mit seiner Verehrung. Aus ihnen hätte alles Mögliche werden können, Fräulein. Eine Pianistin, eine Buchhalterin, eine Schauspielerin. Es stecken so viele Möglichkeiten in ihnen. Aber es ist ihnen immer zu gut gegangen. Zu gut gegangen, haha. Fred überschätzt mich.
Ich habe ja eigentlich zu nichts Talent. Wer weiß, so weit wie Bertha hätte ich es auch noch gebracht, aber mir fehlt es an Energie. Junge Dame aus guter Familie. Ha, gute Familie. Der Vater veruntreut Mündelgelder. Warum tust du mir das an, Papa, wenn du noch etwas davon hättest, aber an der Börse verspielt, ist das der Mühe wert? Und die 30.000 werden dir auch nichts helfen, für ein Vierteljahr vielleicht. Endlich wird er doch durchgehen müssen. Vor anderthalb Jahren war es ja fast schon so weit. Da kam noch Hilfe. Aber einmal wird sie nicht kommen. Und was geschieht dann mit uns? Rudi wird nach Rotterdam gehen, zu Wanderhulst in die Bank. Aber ich? Reiche Partie. Oh, wenn ich es darauf anlegte. Ich bin heute wirklich schön. Das macht wahrscheinlich die Aufregung. Für wen bin ich schön? Wäre ich froher, wenn Fred hier wäre? Ach, Fred ist im Grunde nichts für mich, kein Filou. Aber nähme ich ihn, wenn er Geld hätte. Und dann käme ein Filou und das Malheur wäre fertig. Sie möchten wohl gern ein Filou sein, Herr von Dorsday? Von Weitem sehen Sie manchmal auch so aus. Wie ein verlebter Vicomte, wie ein Don Juan. Mit Ihrem blöden Monokel und Ihrem weißen Flanellanzug. Aber ein Filou sind Sie noch lange nicht. Habe ich alles? Fertig zum Dinner? Was tue ich aber eine Stunde lang, wenn ich Dorsday nicht treffe? Wenn er mit der unglücklichen Frau Winnever spazieren geht? Ach, sie ist gar nicht unglücklich. Sie braucht keine 30.000 Gulden. Also, ich werde mich in die Halle setzen. Großartig in einem Fauteuil. Schau mir die Illustrated News an und die Vie Parisien. Schlage die Beine übereinander. Den Riss unter dem Knie wird man nicht sehen. Vielleicht ist gerade ein Milliardär angekommen. Sie oder keine. Ich nehme den weißen Schal, der steht mir gut. Ganz ungezwungen lege ich ihn um meine herrlichen Schultern. Für wen habe ich sie denn, die herrlichen Schultern? Ich könnte einen Mann sehr glücklich machen, wäre nur der rechte Mann da. Aber Kind will ich keins haben. Ich bin nicht mütterlich. Marie Weil ist mütterlich, Mama ist mütterlich, Tante Irene ist mütterlich. Ich habe eine edle Stirn und eine schöne Figur. Wenn ich sie malen dürfte, wie ich wollte, Fräulein Else. Ja, das möchte Ihnen passen. Ich weiß nicht einmal seinen Namen mehr. Tizian hat er keineswegs geheißen, also war es eine Frechheit. Eben erhalte ich einen Brief her von Dorsday. Noch etwas Puder auf den Nacken und Hals, ein Tropfen Vervet ins Taschentuch, Kasten zusperren, Fenster wieder auf. Ah, wie wunderbar. Zum Weinen. Ich bin nervös. Ach, soll man nicht unter solchen Umständen nervös sein? Die Schachtel mit dem Veronal habe ich bei den Hemden. Auch neue Hemden brauchte ich. Das wird wieder eine Affäre sein, ach Gott. Unheimlich riesig der Simon, als wenn er auf mich herunterfallen wollte. Noch kein Stern am Himmel. Die Luft ist wie Champagner und der Duft von den Wiesen. Ich werde auf dem Land leben. Ein Gutsbesitzer werde ich heiraten und Kinder werde ich haben. Dr. Frohrieb war vielleicht der Einzige, mit dem ich glücklich geworden wäre. Wie schön waren die beiden Abende hintereinander, der erste bei Kniep und dann der auf dem Künstlerball. Warum ist er plötzlich verschwunden? Wenigstens für mich, wegen Papa vielleicht? Wahrscheinlich. Ich möchte einen Gruß in die Luft hinausrufen, ehe ich wieder hinuntersteige unter das Gesindel. Aber zu wem soll der Gruß gehen? Ich bin ja ganz allein. Ich bin ja so furchtbar allein, wie es sich niemand vorstellen kann. Sei gegrüßt, mein Geliebter. Wer? Sei gegrüßt, mein Bräutigam. Wer? Sei gegrüßt, mein Freund. Wer? Fred? Aber keine Spur. So, das Fenster bleibt offen. Wenn's auch kühl wird. Licht abdrehen. So. Ja, richtig, den Brief. Ich muss ihn zu mir nehmen für alle Fälle. Das Buch aufs Nachtkastel. Ich lese heute Nacht noch weiter in Notre-Cœur. Unbedingt. Was immer geschieht. Guten Abend, schönes Fräulein im Spiegel. Behalten Sie mich in gutem Andenken. Auf Wiedersehen. Warum sperre ich die Tür zu? Hier wird nichts gestohlen. Ob Sissy in der Nacht ihre Tür offen lässt oder sperrt sie ihm erst auf, wenn er klopft? Ist es denn ganz sicher? Aber natürlich, dann liegen sie zusammen im Bett. Unappetitlich. Ich werde kein gemeinsames Schlafzimmer haben mit meinem Mann und mit meinen 1000 Geliebten. Leer ist das ganze Stiegenhaus, immer um diese Zeit. Meine Schritte hallen. 3 Wochen bin ich jetzt da. Am 12. August bin ich von Gmunden abgereist. Gmunden war langweilig.
Woher hat der Papa das Geld gehabt, Mama und mich aufs Land zu schicken? Und Rudi war sogar 4 Wochen auf Reisen. Weiß Gott wo. Nicht 2-mal hat er geschrieben in der Zeit. Nie werde ich unsere Existenz verstehen. Schmuck hat die Mama freilich keinen mehr. Warum war Fred nur 2 Tage in Gmunden? Hat sich ja auch eine Geliebte. Vorstellen kann ich es mir zwar nicht. Ich kann mir überhaupt gar nichts vorstellen. 8 Tage sind es, dass er mir nicht geschrieben hat. Er schreibt schöne Briefe. Wer sitzt denn dort an dem kleinen Tisch? Nein, Thursday ist es nicht, Gott sei Dank. Jetzt vor dem Diner wäre es doch unmöglich, ihm etwas zu sagen. Warum schaut mich der Portier so merkwürdig an? Hat er am Ende den Expressbrief von der Mama gelesen? Mir scheint, ich bin verrückt. Ich muss ihm nächstens wieder ein Trinkgeld geben. Die Blonde da ist auch schon zum Diner angezogen. Wie kann man so dick sein? Ich werde noch vors Hotel hinaus und ein bisschen auf und ab gehen. Oder ins Musikzimmer. Spielt da nicht wer? Eine Beethoven-Sonate. Wie kann man hier eine Beethoven-Sonate spielen? Ich vernachlässige mein Klavierspiel. In Wien werde ich wieder regelmäßig üben. Überhaupt ein anderes Leben anfangen, das müssen wir alle. So darf es nicht weitergehen. Ich werde einmal ernsthaft mit Papa sprechen, wenn noch Zeit dazu sein sollte. Es wird, es wird. Warum habe ich es noch nie getan? Alles in unserem Haus wird mit Scherzen erledigt und keinem ist scherzhaft zumut. Jeder hat eigentlich Angst vor dem anderen. Jeder ist allein. Die Mama ist allein, weil sie nicht gescheit genug ist und von niemandem was weiß. Nicht von mir, nicht von Rudi und nicht vom Papa. Aber sie spürt es nicht und Rudi spürt es auch nicht. Er ist ja ein netter, eleganter Kerl, aber mit 21 hat er mehr versprochen. Es wird gut für ihn sein, wenn er nach Holland geht. Aber wo werde ich hingehen? Ich möchte fortreisen und tun können, was ich will. Wenn Papa nach Amerika durchgeht, begleite ich ihn. Ich bin schon ganz konfus. Der Portier wird mich für wahnsinnig halten, wie ich da auf der Lehne sitze und in die Luft starre. Ich werde mir eine Zigarette anzünden. Wo ist meine Zigarettendose? Oben. Wo nur? Das Veronal habe ich bei der Wäsche. Aber wo habe ich die Dose? Da kommen Sissy und Paul. Ja, sie muss sich endlich umkleiden. Zum Dinner. Sonst hätten sie noch im Dunkeln weitergespielt. Sie sehen mich nicht. Was sagt er ihr denn? Warum lacht sie so blitzdumm? Wäre lustig, ihrem Gatten einen anonymen Brief nach Wien zu schreiben. Wäre ich sowas imstande? Nie, wer weiß. Jetzt haben sie mich gesehen. Ich nicke ihnen zu. Sie ärgert sich, dass ich so hübsch aussehe. Wie verlegen sie ist. Wie, Else, Sie sind schon fertig zum Diner? Warum sagt sie jetzt Diner und nicht Dinner? Nicht einmal konsequent ist sie. Wie Sie sehen, Frau Sissy. Du siehst wirklich entzückend aus, Else. Ich hätte große Lust, dir den Hof zu machen. Erspar dir die Mühe, Paul. Gib mir lieber eine Zigarette. Aber mit Wonne. Dankeschön. Ist das Single ausgefallen? Frau Sissy hat mich 3-mal hintereinander geschlagen. Er war nämlich zerstreut. Wissen Sie übrigens, Else, dass morgen der Kronprinz von Griechenland hier ankommt? Was kümmert mich der Kronprinz von Griechenland? So, wirklich. Oh Gott, Thursday mit Frau Winnever. Sie grüßen. Sie gehen weiter. Ich habe zu höflich zurückgegrüßt. Ja, ganz anders als sonst. Oh, was bin ich für eine Person. Deine Zigarette brennt ja nicht, Else. Also, gib mir noch einmal Feuer. Danke. Ihr Schal ist sehr hübsch, Else. Zu dem schwarzen Kleid steht er Ihnen fabelhaft. Übrigens muss ich mich jetzt auch umziehen. Sie soll lieber nicht weggehen. Ich habe Angst vor Thursday. Und für 7 habe ich mir die Friseurin bestellt. Sie ist famos. Im Winter ist sie in Mailand. Also adieu, Else. Adieu, Paul. Küss die Hand, gnädige Frau. Adieu, Frau Sissy. Fort ist sie. Gut, dass Paul wenigstens da bleibt. Darf ich mich einen Moment zu dir setzen, Else, oder störe ich dich in deinen Träumen? Warum in meinen Träumen, vielleicht in meinen Wirklichkeiten? Das heißt eigentlich gar nichts. Er soll lieber fortgehen, ich muss ja doch mit Thursday sprechen. Dort steht er noch immer mit der unglücklichen Frau Winnever. Er langweilt sich, ich seh's ihm an. Er möchte zu mir herüberkommen. Gibt es denn solche Wirklichkeiten, in denen du nicht gestört sein willst? Was sagt er da? Er soll zum Teufel gehen. Warum lächle ich ihn so kokett an? Ich meine ihn ja gar nicht. Thursday schielt herüber. Wo bin ich? Wo bin ich? Was hast du denn heute, Else? Was soll ich denn haben? Du bist geheimnisvoll, dämonisch, verführerisch. Red kein Unsinn, Paul. Man könnte geradezu toll werden, wenn man dich ansieht.
Was fällt ihm denn ein? Wie redet er denn zu mir? Hübsch ist er. Der Rauch meiner Zigarette verfängt sich in seinen Haaren, aber ich kann ihn jetzt nicht brauchen. Du siehst so über mich hinweg. Warum denn, Else? Ich antworte gar nichts. Ich kann ihn jetzt nicht brauchen. Ich mache mein unausstehlichstes Gesicht, nur keine Konversation jetzt. Du bist mit deinen Gedanken ganz woanders. Das dürfte stimmen. Er ist Luft für mich. Merkt Dorstey, dass ich ihn erwarte? Ich sehe nicht hin, aber ich weiß, dass er hersieht. Also, leb wohl, Else. Gott sei Dank, er küsst mir die Hand. Das tut er sonst nie. Adieu, Paul. Wo habe ich die schmelzende Stimme her? Er geht, der Schwindler. Wahrscheinlich muss er noch etwas abmachen mit Sissy wegen heute Nacht. Wünsche viel Vergnügen. Ich ziehe den Schal um meine Schulter und stehe auf und gehe vors Hotel hinaus. Wird freilich schon etwas kühl sein. Schade, dass ich meinen Mantel... Ah, ich habe ihn ja heute früh in die Portierloge hineingehängt. Ich fühle den Blick von Dorstey auf meinem Nacken durch den Schal. Frau Winnever geht jetzt hinauf in ihr Zimmer. Wieso weiß ich denn das? Telepathie. Ich bitte Sie, Herr Portier. Fräulein wünschen den Mantel? Ja, bitte. Schon etwas kühl die Abende, Fräulein. Das kommt bei uns so plötzlich. Danke. Soll ich wirklich vors Hotel? Gewiss, was denn? Jedenfalls zur Türe hin. Jetzt kommt einer nach dem anderen. Der Herr mit dem goldenen Zwicker, der lange Blonde mit der grünen Weste, alle sehen sie mich an. Hübsch ist diese kleine Genferin. Nein, aus Lausanne ist sie. Es ist eigentlich gar nicht so kühl. Guten Abend, Fräulein Else. Um Gottes Willen, er ist es. Ich sage nichts von Papa, kein Wort, erst nach dem Essen. Oder ich reise morgen nach Wien. Ich gehe persönlich zu Dr. Fiala. Warum ist mir das nicht gleich eingefallen? Ich wende mich um mit einem Gesicht, als wüsste ich nicht, wer hinter mir steht. Ah, Herr von Dorstey. Sie wollen noch einen Spaziergang machen, Fräulein Else? Ach, nicht gerade einen Spaziergang, ein bisschen auf und abgehen vor dem Diner. Es ist fast noch eine Stunde bis dahin. Wirklich? Es ist gar nicht so kühl. Blau sind die Berge. Lustig wär's, wenn er plötzlich um meine Hand anhielte. Es gibt doch auf der Welt keinen schöneren Fleck als diesen hier. Finden Sie, Herr von Dorstey? Aber bitte, sagen Sie nicht, dass die Luft hier wie Champagner ist. Nein, Fräulein Else, das sage ich erst von 2000 Metern an. Und hier stehen wir kaum 1650 über dem Meeresspiegel. Macht das einen solchen Unterschied? Aber selbstverständlich, waren Sie schon einmal in Engadin? Nein, noch nie. Also dort ist die Luft wirklich wie Champagner? Man könnte es beinahe sagen, aber Champagner ist nicht mein Lieblingsgetränk. Ich ziehe diese Gegend vor. Schon wegen der wundervollen Wälder. Wie langweilig er ist. Merkt er das nicht? Er weiß offenbar nicht recht, was er mit mir reden soll. Mit einer verheirateten Frau wäre es einfacher. Man sagt eine kleine Unanständigkeit und die Konversation geht weiter. Bleiben Sie noch längere Zeit hier in San Martino, Fräulein Else? Idiotisch. Warum schaue ich ihn so kokett an? Und schon lächelt er in der gewissen Weise. Nein, wie dumm die Männer sind. Das hängt zum Teil von den Dispositionen meiner Tante ab. Ist ja gar nicht wahr. Ich kann ja allein nach Wien fahren. Wahrscheinlich bis zum 10. Die Mama ist wohl noch in Gmunden? Nein, Herr von Dorstey. Sie ist schon in Wien. Schon seit 3 Wochen. Papa ist auch in Wien. Er hat sich heuer kaum 8 Tage Urlaub genommen. Ich glaube, der Prozess Erbesheimer macht ihm sehr viel Arbeit. Das kann ich mir denken. Aber Ihr Papa ist wohl der Einzige, der Erbesheimer herausreißen kann. Es bedeutet ja schon einen Erfolg, dass es überhaupt eine Zivilsache geworden ist. Das ist gut, das ist gut. Es ist mir angenehm zu hören, dass auch Sie ein so günstiges Vorgefühl haben. Vorgefühl? Inwiefern? Ja, dass der Papa den Prozess für Erbesheimer gewinnen wird. Das will ich nicht einmal mit Bestimmtheit behauptet haben. Wie, weicht er schon zurück? Das soll ihm nicht gelingen. Oh, ich halte etwas von Vorgefühlen und von Ahnungen. Denken Sie, Herr von Dorstey, gerade heute habe ich einen Brief von zu Hause bekommen. Das war nicht sehr geschickt. Er macht ein etwas verblüfftes Gesicht. Nur weiter, nicht schlucken. Er ist ein guter alter Freund von Papa. Vorwärts, vorwärts, jetzt oder nie. Herr von Dorstey, Sie haben eben so lieb von Papa gesprochen. Es wäre geradezu hässlich von mir, wenn ich nicht ganz aufrichtig zu Ihnen wäre. Was macht er denn für Kalbsaugen? Oh weh, er merkt was. Weiter, weiter. Nämlich in dem Brief ist auch von Ihnen die Rede, Herr von Dorstey. Es ist nämlich ein Brief von Mama. So. Eigentlich ein sehr trauriger Brief. Sie kennen ja die Verhältnisse in unserem Haus, Herr von Dorstey.
Um Himmels Willen, ich habe ja Tränen in der Stimme. Vorwärts, vorwärts, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Gott sei Dank. Kurz und gut, Herr von Dorsday, wir wären wieder einmal so weit. Jetzt möchte er am liebsten verschwinden. Es handelt sich um eine Bagatelle, wirklich nur um eine Bagatelle, Herr von Dorsday. Und doch, wie Mama schreibt, steht alles auf dem Spiel. Ich red so blöd daher wie eine Kuh. Aber beruhigen Sie sich doch, Fräulein Else. Das hat er nett gesagt, aber meinen Arm braucht er darum nicht zu berühren. Also, was gibt es denn eigentlich, Fräulein Else? Was steht denn in dem traurigen Brief von Mama? Herr von Dorsday, der Papa. Mir zittern die Knie. Die Mama schreibt mir, dass der Papa... Aber um Gottes Willen, Else, was ist Ihnen denn? Wollen Sie nicht lieber... Hier ist eine Bank. Darf ich Ihnen den Mantel umgeben? Es ist etwas kühl. Danke, Herr von Dorsday. Oh, es ist nichts, gar nichts Besonderes. So, da sitze ich nun plötzlich auf der Bank. Wer ist die Dame, die da vorüberkommt? Kenne ich gar nicht. Wenn ich nur nicht weiterreden müsste, wie er mich ansieht. Wie konntest du das von mir verlangen, Papa? Das war nicht recht von dir, Papa. Nun ist es einmal geschehen. Ich hätte bis nach dem Diner warten sollen. Nun, Fräulein Else? Sein Monokel baumelt. Dumm sieht das aus. Soll ich ihm antworten? Ich muss ja, also geschwind, damit ich's hinter mir habe. Was kann mir denn passieren? Er ist ein Freund von Papa. Ach Gott, Herr von Dorsday, Sie sind ja ein alter Freund unseres Hauses. Das habe ich sehr gut gesagt. Und es wird Sie wahrscheinlich nicht wundern, wenn ich Ihnen erzähle, dass Papa sich wieder einmal in einer recht fatalen Situation befindet. Wie merkwürdig meine Stimme klingt. Bin das ich, die da redet? Träume ich vielleicht? Ich habe gewiss jetzt auch ein ganz anderes Gesicht als sonst. Es wundert mich allerdings nicht übermäßig. Da haben Sie schon recht, liebes Fräulein Else. Wenn ich es auch lebhaft bedauere. Warum sehe ich denn so flehend zu ihm auf? Lächeln, lächeln, geht schon. Ich empfinde für Ihren Papa eine so aufrichtige Freundschaft. Für Sie alle. Er soll mich nicht so ansehen, es ist unanständig. Ich will anders zu ihm reden und nicht lächeln. Ich muss mich würdiger benehmen. Nun, Herr von Dorsday, jetzt hätten Sie Gelegenheit, Ihre Freundschaft für meinen Vater zu beweisen. Gott sei Dank, ich habe meine alte Stimme wieder. Es scheint nämlich, Herr von Dorsday, dass alle unsere Verwandten und Bekannten, die Mehrzahl ist noch nicht in Wien, sonst wäre Mama wohl nicht auf die Idee gekommen. Neulich habe ich nämlich zufällig in einem Brief an Mama ihrer Anwesenheit hier in Martino Erwähnung getan, unter anderem natürlich. Ich vermutete gleich, Fräulein Else, dass ich nicht das einzige Thema ihrer Korrespondenz mit Mama vorstelle. Warum drückt er seine Knie an meine, während er da vor mir steht? Ach, ich lasse es mir gefallen, was tut's, wenn man einmal so tief gesunken ist. Die Sache verhält sich nämlich so, Dr. Fiala ist es, der diesmal dem Papa besondere Schwierigkeiten zu bereiten scheint. Ach, Dr. Fiala. Er weiß offenbar auch, was er von diesem Fiala zu halten hat. Ja, Dr. Fiala, und die Summe, um die es sich handelt, soll am 5., das ist übermorgen, um 12 Uhr Mittag, vielmehr, sie muss in seinen Händen sein, wenn nicht der Baron Höning, ja denken Sie, der Baron hat Papa zu sich bitten lassen, privat, er liebt ihn nämlich sehr. Warum rede ich denn von Höning? Das wäre ja gar nicht notwendig gewesen. Sie wollen sagen, Else, dass andernfalls eine Verhaftung unausbleiblich wäre? Warum sagt er das so hart? Ich antworte nicht, ich nicke nur. Ja. Nun habe ich doch ja gesagt. Das ist ja schlimm, das ist ja wirklich sehr, dieser hochbegabte, geniale Mensch. Und um welchen Betrag handelt es sich denn eigentlich, Fräulein Else? Warum lächelt er denn? Er findet es schlimm? Und er lächelt. Was meint er mit seinem Lächeln? Dass es gleichgültig ist, wie viel? Und wenn er Nein sagt? Ich bring mich um, wenn er Nein sagt. Also, ich soll die Summe nennen. Wie, Herr von Dorsday, ich habe noch nicht gesagt, wie viel? 1 Million. Warum sage ich das? Es ist doch jetzt nicht der Moment zum Spaßen. Aber wenn ich ihn dann sage, um wie viel weniger es in Wirklichkeit ist, wird er sich freuen. Wie er die Augen aufreißt. Hält er es am Ende wirklich für möglich, dass ihn der Papa um 1 Million... Entschuldigen Sie, Herr von Dorsday, dass ich in diesem Augenblick scherze. Es ist mir wahrhaft nicht scherzhaft zumute. Ja, ja, drück die Knie nur an, du darfst es dir ja erlauben. Es handelt sich natürlich nicht um 1 Million. Es handelt sich im Ganzen um 30.000 Gulden, Herr von Dorsday, die bis übermorgen Mittag um 12 Uhr in den Händen des Herrn Dr. Fiala sein müssen.
Ja, Mama schreibt mir, dass Papa alle möglichen Versuche gemacht hat, aber wie gesagt, die Verwandten, die in Betracht kämen, befinden sich nicht in Wien. Oh Gott, wie ich mich erniedrige. Sonst wäre es dem Papa natürlich nicht eingefallen, sich an Sie zu wenden, Herr von Dorsti. Respektive mich zu bitten. Warum schweigt er? Warum bewegt er keine Miene? Warum sagt er nicht, ja, wo ist das Scheckbuch und die Füllfeder? Er wird doch um Himmels Willen nicht Nein sagen. Soll ich mich auf die Knie vor ihm werfen? Oh Gott, oh Gott. Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Growings. www.growings.com Abschnitt 3 von Fräulein Else von Arthur Schnitzler. Am 5. sagen Sie, Fräulein Else? Gott sei Dank, er spricht. Jawohl, übermorgen, Herr von Dorsti, um 12 Uhr mittags. Es wäre also nötig, ich glaube, brieflich ließe sich das kaum mehr erledigen. Natürlich nicht, Fräulein Else. Das müssten wir wohl auf telegrafischem Wege. Wir, das ist gut, das ist sehr gut. Nun, das wäre das Wenigste. Wie viel sagten Sie, Else? Aber er hat es ja gehört. Warum quält er mich denn? 30.000, Herr von Dorsti, eigentlich eine lächerliche Summe. Warum habe ich das gesagt? Wie dumm. Aber er lächelt. Dummes Mädel, denkt er. Er lächelt ganz liebenswürdig. Papa ist gerettet. Er hätte ihm auch 50.000 geliehen und wir hätten uns allerlei anschaffen können. Ich hätte mir neue Hemden gekauft. Wie gemein ich bin. So wird man. Nicht ganz so lächerlich, liebes Kind. Warum sagt er liebes Kind? Ist das gut oder schlecht? Wie Sie sich das vorstellen, auch 30.000 Gulden wollen verdient sein. Entschuldigen Sie, Herr von Dorsti, nicht so habe ich es gemeint. Ich dachte nur, wie traurig es ist, dass Papa wegen einer solchen Summe, wegen einer solchen Bagatelle... Ach Gott, ich verhasple mich ja schon wieder. Sie können sich gar nicht denken, Herr von Dorsti, wenn Sie auch einen gewissen Einblick in unsere Verhältnisse haben, wie furchtbar es für mich und besonders für Mama ist. Er stellt den einen Fuß auf die Bank. Soll das elegant sein, oder was? Oh, ich kann mir schon denken, liebe Else. Wie seine Stimme klingt, ganz anders, merkwürdig. Und ich habe mir selbst schon manches Mal gedacht, schade, schade um diesen genialen Menschen. Warum sagt er, schade? Will er das Geld nicht hergeben? Nein, er meint es nur im Allgemeinen. Warum sagt er nicht eigentlich ja? Oder nimmt er das als selbstverständlich an? Wie er mich ansieht. Warum spricht er nicht weiter? Ah, weil die zwei Ungarinnen vorbeigehen. Nun steht er wenigstens wieder anständig da, nicht mehr mit dem Fuß auf der Bank. Die Krawatte ist zu grell für einen älteren Herrn. Sucht ihn die, seine Geliebte, aus? Nichts besonders Feines unter uns, schreit Mama. 30.000 Gulden. Aber ich lächle ihn ja an. Warum lächle ich denn? Oh, ich bin feig. Und wenn man wenigstens annehmen dürfte, mein liebes Fräulein Else, dass mit dieser Summe wirklich etwas getan wäre? Aber Sie sind doch ein so kluges Geschöpf, Else. Was wären diese 30.000 Gulden? Ein Tropfen auf einen heißen Stein. Um Gottes Willen, er will das Geld nicht hergeben? Ich darf kein so erschrockenes Gesicht machen. Alles steht auf dem Spiel. Jetzt muss ich etwas Vernünftiges sagen und energisch, oh nein, Herr von Dorsti, diesmal wäre es kein Tropfen auf einen heißen Stein. Der Prozess Erbesheimer steht bevor, vergessen Sie das nicht, Herr von Dorsti, und der ist schon heute so gut wie gewonnen. Sie hatten ja selbst diese Empfindung, Herr von Dorsti, und Papa hat auch noch andere Prozesse, und außerdem habe ich die Absicht, Sie dürfen nicht lachen, Herr von Dorsti, mit Papa zu sprechen, sehr ernsthaft. Er hält etwas auf mich. Ich darf sagen, wenn jemand einen gewissen Einfluss auf ihn zu nehmen imstande ist, so bin es noch am ehesten ich. Sie sind ja ein rührendes, ein entzückendes Geschöpf, Fräulein Else. Seine Stimme klingt schon wieder. Wie zuwider ist mir das, wenn es so zu klingen anfängt bei den Männern. Auch bei Fred mag ich es nicht. Ein entzückendes Geschöpf in der Tat. Warum sagt er in der Tat? Das ist abgeschmackt, das sagt man doch nur im Burgtheater. Aber so gern ich Ihren Optimismus teilen möchte, wenn der Karren einmal so verfahren ist, das ist er nicht, Herr von Dorsti. Wenn ich an Papa nicht glauben würde, wenn ich nicht ganz überzeugt wäre, dass diese 30.000 Gulden... Ich weiß nicht, was ich weiter sagen soll, ich kann ihn doch nicht geradezu anbetteln. Er überlegt, offenbar.
Vielleicht weiß er die Adresse von Fiala nicht? Unsinn, die Situation ist unmöglich. Ich sitze da wie eine arme Sünderin. Er steht vor mir und bohrt mir das Monokel in die Stirn und schweigt. Ich werde jetzt aufstehen, das ist das Beste. Ich lasse mich nicht so behandeln. Papa soll sich umbringen. Ich werde mich auch umbringen. Eine Schande, dieses Leben. Am besten wär's, sich dort von dem Felsen hinunterzustürzen und aus wär's. Geschehe euch recht allen. Ich stehe auf. Fräulein Else? Entschuldigen Sie, Herr von Dorsday, dass ich Sie unter diesen Umständen überhaupt bemüht habe. Ich kann Ihr ablehnendes Verhalten natürlich vollkommen verstehen. So aus, ich gehe. Bleiben Sie, Fräulein Else. Bleiben Sie, sagt er. Warum soll ich bleiben? Er gibt das Geld her. Ja, ganz bestimmt, er muss ja. Aber ich setze mich nicht noch einmal nieder. Ich bleibe stehen, als wäre es nur für eine halbe Sekunde. Ich bin ein bisschen größer als er. Sie haben meine Antwort noch nicht abgewartet, Else. Ich war ja schon einmal. Verzeihen Sie, Else, dass ich das in diesem Zusammenhang erwähne. Er müsste nicht so oft Else sagen. In der Lage, dem Papa aus einer Verlegenheit zu helfen, allerdings mit einer noch lächerlicheren Summe als diesmal, und schmeichelte mir keineswegs mit der Hoffnung, diesen Betrag jemals wiedersehen zu dürfen, und so wäre eigentlich kein Grund vorhanden, meine Hilfe diesmal zu verweigern. Und gar, wenn ein junges Mädchen wie Sie, Else, wenn Sie selbst als Fürbitterin vor mich hintreten. Worauf will er hinaus? Seine Stimme klingt nicht mehr, oder anders. Wie sieht er mich denn an? Er soll Acht geben. Also, Else, ich bin bereit. Dr. Fiala soll übermorgen um 12 Uhr mittags die 30.000 Gulden haben. Unter einer Bedingung. Er soll nicht weiterreden, er soll nicht. Herr von Dorsday, ich persönlich übernehme die Garantie, dass mein Vater diese Summe zurückerstatten wird, sobald er das Honorar von Erbesheimer erhalten hat. Erbesheimers haben bisher überhaupt noch nichts gezahlt, noch nicht einmal einen Vorschuss. Mama selbst schreibt mir. Lassen Sie doch, Else, man soll niemals eine Garantie für einen anderen Menschen übernehmen, nicht einmal für sich selbst. Was will er? Seine Stimme klingt schon wieder. Nie hat mich ein Mensch so angeschaut. Ich ahne, wo er hinaus will. Wehe ihm. Hätte ich es vor einer Stunde für möglich gehalten, dass ich in einem solchen Falle überhaupt mir jemals einfallen lassen würde, eine Bedingung zu stellen? Und nun tue ich es doch. Ja, Else, man ist eben nur ein Mann, und es ist nicht meine Schuld, dass Sie so schön sind, Else. Was will er? Was will er? Vielleicht hätte ich heute oder morgen das Gleiche von Ihnen erbeten, was ich jetzt erbitten will, auch wenn Sie nicht 30.000 Gulden von mir gewünscht hätten. Aber freilich, unter anderen Umständen hätten Sie mir wohl kaum Gelegenheit vergönnt, so lange Zeit unter 4 Augen mit Ihnen zu reden. Oh, ich habe Sie wirklich allzu lange in Anspruch genommen, Herr von Dorsday. Das habe ich gut gesagt. Fred wäre zufrieden. Was ist da? Er fasst nach meiner Hand. Was fällt ihm denn ein? Wissen Sie es denn nicht schon lange, Else? Er soll meine Hand loslassen. Nun, Gott sei Dank, er lässt sie los. Nicht so nah, nicht so nah. Sie müssten keine Frau sein, Else, wenn Sie es nicht gemerkt hätten. Je vous désire. Er hätte es auch Deutsch sagen können, der Herr Vicomte. Muss ich noch mehr sagen? Sie haben schon zu viel gesagt, Herr Dorsday. Und ich stehe noch da. Warum denn? Ich gehe ohne Gruß. Else, Else! Nun ist er wieder neben mir. Verzeihen Sie mir, Else, auch ich habe nur einen Scherz gemacht, gerade so wie Sie vorher mit der Million. Auch meine Forderung stelle ich nicht so hoch, als Sie gefürchtet haben, wie ich leider sagen muss. So, dass die geringere Sie vielleicht angenehm überraschen wird. Bitte bleiben Sie doch stehen, Else. Ich bleibe wirklich stehen. Warum denn? Da stehen wir uns gegenüber. Hätte ich ihm nicht einfach ins Gesicht schlagen sollen? Wäre nicht noch jetzt Zeit dazu? Die 2 Engländer kommen vorbei. Jetzt wäre der Moment. Gerade darum. Warum tue ich's denn nicht? Ich bin feig, ich bin zerbrochen, ich bin erniedrigt. Was wird er nun wollen, statt der Millionen? Ein Kuss vielleicht? Darüber ließe sich reden. 1.000.000 zu 30.000 verhält sich wie... Komische Gleichungen gibt es. Wenn Sie wirklich einmal 1 Million brauchen sollten, Else. Ich bin zwar kein reicher Mann. Dann wollen wir sehen, aber für diesmal will ich genügsam sein, wie Sie. Und für diesmal will ich nichts anderes, Else, als Sie sehen. Ist er verrückt? Er sieht mich doch. Ah, so meint er das. So. Warum schlage ich ihm nicht ins Gesicht, dem Schuften? Bin ich rot geworden oder blass? Nackt willst du mich sehen? Das möchte mancher. Ich bin schön, wenn ich nackt bin.
Warum schlag ich ihm nichts ins Gesicht? Riesengroß ist dein Gesicht. Warum so nah, du Schuft? Ich will deinen Atem nicht auf meinen Wangen. Warum lass ich ihn nicht einfach stehen? Band mich sein Blick. Wir schauen uns ins Auge wie Todfeinde. Ich möchte ihm Schuft sagen, aber ich kann nicht, oder will ich nicht? Sie sehen mich an, Else, als wenn ich verrückt wäre. Ich bin es vielleicht ein wenig, denn es geht ein Zauber von Ihnen aus, Else, den Sie selbst wohl nicht ahnen. Sie müssen fühlen, Else, dass meine Bitte keine Beleidigung bedeutet. Ja, bitte, sage ich, wenn sie auch einer Erpressung zum Verzweifeln ähnlich sieht. Aber ich bin kein Erpresser, ich bin nur ein Mensch, der mancherlei Erfahrungen gemacht hat. Unter anderem die, dass alles auf der Welt seinen Preis hat und dass einer, der sein Geld verschenkt, wenn er in der Lage ist, einen Gegenwert dafür zu bekommen, ein ausgemachter Narr ist. Und was ich mir diesmal kaufen will, Else, so viel es auch ist, Sie werden nicht ärmer dadurch, dass Sie es verkaufen. Und dass es ein Geheimnis bleiben würde zwischen Ihnen und mir, das schwöre ich Ihnen, Else, bei all den Reizen, durch deren Enthüllung Sie mich beglücken würden. Wo hat er so reden gelernt? Es klingt wie aus einem Buch. Und ich schwöre Ihnen auch, dass ich von der Situation keinen Gebrauch machen werde, der in unserem Vertrag nicht vorgesehen war. Nichts anderes verlange ich von Ihnen, als eine Viertelstunde dastehen dürfen, in Andacht vor Ihrer Schönheit. Mein Zimmer liegt im gleichen Stockwerk wie das Ihre, Else. Nummer 65, leicht zu merken. Der schwedische Tennisspieler, von dem Sie heute sprachen, war doch gerade 65 Jahre alt? Er ist verrückt. Warum lasse ich ihn weiterreden? Ich bin gelähmt. Aber wenn es Ihnen aus irgendeinem Grunde nicht passt, mich auf Zimmer Nummer 65 zu besuchen, Else, so schlage ich Ihnen einen kleinen Spaziergang nach dem Diner vor. Es gibt eine Lichtung im Walde. Ich habe sie neulich ganz zufällig entdeckt. Kaum 5 Minuten weit von unserem Hotel. Es wird eine wundervolle Sommernacht heute, beinahe warm, und das Sternenlicht wird Sie herrlich kleiden. Wie zu einer Sklavin, spricht er. Ich spucke ihm ins Gesicht. Sie sollen mir nicht gleich antworten, Else. Überlegen Sie. Nach dem Diner werden Sie mir gütigst Ihre Entscheidung kundtun. Warum sagt er denn kundtun? Was für ein blödes Wort, kundtun. Überlegen Sie in aller Ruhe. Sie werden vielleicht spüren, dass es nicht einfach ein Handel ist, den ich Ihnen vorschlage. Was denn, du klingender Schuft? Sie werden möglicherweise ahnen, dass ein Mann zu Ihnen spricht, der ziemlich einsam und nicht besonders glücklich ist und der vielleicht einige Nachsicht verdient. Affektierter Schuft, spricht wie ein schlechter Schauspieler. Seine gepflegten Finger sehen aus wie Krallen. Nein, nein, ich will nicht. Warum sage ich es denn nicht? Bring dich um, Papa. Was will er denn mit meiner Hand? Ganz schlaff ist mein Arm. Er führt meine Hand an seine Lippen. Heiße Lippen. Pfui, meine Hand ist kalt. Ich hätte Lust, ihm den Hut herunterzublasen. Ha, wie komisch wär das. Bald ausgeküsst, du Schuft. Die Bogenlampen vor dem Hotel brennen schon. 2 Fenster stehen offen im 3. Stock. Das, wo sich der Vorhang bewegt, ist meines. Oben auf dem Schrank glänzt etwas. Nichts liegt oben, es ist nur der Messingbeschlag. Also, auf Wiedersehen, Else. Ich antworte nichts. Regungslos stehe ich da. Er sieht mir ins Auge. Mein Gesicht ist undurchdringlich. Er weiß gar nichts. Er weiß nicht, ob ich kommen werde oder nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass alles aus ist. Ich bin halb tot. Da geht er, ein wenig gebückt. Schuft. Er fühlt meinen Blick auf seinem Nacken. Wen grüßt er denn? 2 Damen. Als wäre er ein Graf, so grüßt er. Paul soll ihn fordern und ihn totschießen. Oder Rudi. Was glaubt er denn eigentlich? Unverschämter Kerl. Nie und nimmer. Es wird dir nichts anderes übrig bleiben, Papa. Du musst dich umbringen. Die 2 kommen offenbar von einer Tour. Beide hübsch, er und sie. Haben sie noch Zeit, sich vor dem Diner umzukleiden? Sind gewiss auf der Hochzeitsreise oder vielleicht gar nicht verheiratet. Ich werde nie auf einer Hochzeitsreise sein. 30.000 Gulden. Nein, nein, nein. Gibt es keine 30.000 Gulden auf der Welt? Ich fahre zu Fiala. Ich komme noch zurecht. Gnade, Gnade, Herr Dr. Fiala. Mit Vergnügen, mein Fräulein. Bemühen Sie sich in mein Schlafzimmer. Tu mir doch den Gefallen, Paul. Verlange 30.000 Gulden von deinem Vater. Sage, du hast Spielschulden. Du musst dich sonst erschießen. Gern, liebe Cousine, ich habe Zimmernummer so und so viel. Um Mitternacht erwarte ich dich. Oh, Herr von Dorsday, wie bescheiden sind Sie. Vorläufig. Jetzt kleidet er sich um, Smoking. Also entscheiden wir uns. Wiese im Mondschein oder Zimmer Nummer 65? Wird er mich im Smoking in den Wald begleiten?
Es ist noch Zeit bis zum Diner. Ein bisschen spazieren gehen und die Sache in Ruhe überlegen. Ich bin ein einsamer alter Mann, haha. Himmlische Luft wie Champagner. Gar nicht mehr kühl. 30.000. Ich muss mich jetzt sehr hübsch ausnehmen in der weiten Landschaft. Schade, dass keine Leute mehr im Freien sind. Dem Herrn dort am Waldesrand gefalle ich offenbar sehr gut. Oh, mein Herr, nackt bin ich noch viel schöner und es kostet einen Spottpreis. 30.000 Gulden. Vielleicht bringen Sie Ihre Freunde mit, dann kommt es billiger. Hoffentlich haben Sie lauter hübsche Freunde, hübschere und jüngere als Herr von Dorstey. Kennen Sie Herrn von Dorstey? Ein Schuft ist er, ein klingender Schuft. Also, überlegen, überlegen. Ein Menschenleben steht auf dem Spiel. Das Leben von Papa. Aber nein, er bringt sich nicht um, er wird sich lieber einsperren lassen. 3 Jahre schwerer Kerker. Oder 5. In dieser ewigen Angst lebt er schon 5 oder 10 Jahre. Mündelgelder. Und Mama, gerade so, und ich doch auch. Vor wem werde ich mich das nächste Mal nackt ausziehen müssen? Oder bleiben wir der Einfachheit wegen bei Herrn Dorstey? Seine jetzige Geliebte ist ja nichts Feines, unter uns gesagt. Ich wäre ihm gewiss lieber, es ist gar nicht so ausgemacht, ob ich viel feiner bin. Tun Sie nicht vornehm, Frau Else, ich könnte Geschichten von Ihnen erzählen, einen gewissen Traum zum Beispiel, den Sie schon 3-mal gehabt haben. Von dem haben Sie nicht einmal Ihrer Freundin Bertha erzählt, und die verträgt doch was. Und wie war denn das heuer in Gmunden in der Früh um 6 auf dem Balkon, mein vornehmes Fräulein Else? Haben Sie die 2 jungen Leute im Kahn vielleicht gar nicht bemerkt, die Sie angestarrt haben? Mein Gesicht haben Sie vom See aus freilich nicht genau ausnehmen können. Aber dass ich im Hemd war, das haben Sie schon bemerkt, und ich habe mich gefreut. Ha, mehr als gefreut, ich war wie berauscht. Mit beiden Händen habe ich mich über die Hüften gestrichen, und vor mir selber habe ich getan, als wüsste ich nicht, dass man mich sieht. Und der Kahn hat sich nicht vom Fleck bewegt. Ja, so bin ich, so bin ich. Ein Luder, ja. Sie spüren es ja alle, auch Paul spürt es. Natürlich, er ist ja Frauenarzt, und der Marineleutnant hat es ja auch gespürt, und der Maler auch. Nur Fred, der dumme Kerl, spürt es nicht. Darum liebt er mich ja. Aber gerade vor ihm möchte ich nicht nackt sein, nie und nimmer. Ich hätte gar keine Freude davon. Ich möchte mich schämen, aber vor dem Filou mit dem Römerkopf, wie gern. Am allerliebsten vor dem, und wenn ich gleich nachher sterben müsste. Aber es ist ja nicht notwendig, gleich nachher zu sterben. Man überlebt es. Die Bertha hat mehr überlebt. Sissi liegt sicher auch nackt da, wenn Paul zu ihr schleicht durch die Hotelgänge, wie ich heute Nacht zu Herrn von Dorstey schleichen werde. Nein, nein, ich will nicht. Zu jedem anderen, aber nicht zu ihm. Zu Paul meinetwegen. Oder ich suche mir einen aus, heute Abend beim Diner. Es ist ja alles egal. Aber ich kann doch nicht jedem sagen, dass ich 30.000 Gulden dafür haben will. Da wäre ich ja wie ein Frauenzimmer von der Kärntnerstraße. Nein, ich verkaufe mich nicht. Niemals. Nie werde ich mich verkaufen. Ich schenke mich her, ja, wenn ich einmal den Rechten finde. Schenke ich mich her, aber ich verkaufe mich nicht. Ein Luder will ich sein, aber nicht eine Dirne. Sie haben sich verrechnet, Herr von Dorstey. Und der Papa auch, ja, verrechnet hat er sich. Er muss es ja vorhergesehen haben. Er kennt ja die Menschen. Er kennt doch den Herrn von Dorstey. Er hat sich doch denken können, dass der Herr Dorstey nicht für nichts und wieder nichts. Sonst hätte er doch telegrafieren oder selber herreisen können. Aber so war es bequemer und sicherer, nicht wahr, Papa? Wenn man eine so hübsche Tochter hat, wozu braucht man ins Zuchthaus zu spazieren? Und die Mama, dumm wie sie ist, setzt sich hin und schreibt den Brief. Der Papa hat sich nicht getraut. Da hätte ich's ja gleich merken müssen. Aber es soll euch nicht glücken. Nein, du hast zu sicher auf meine kindliche Zärtlichkeit spekuliert, Papa. Zu sicher darauf gerechnet, dass ich lieber jede Gemeinheit erdulden würde, als dich die Folgen deines verbrecherischen Leichtsinns tragen zu lassen. Ein Genie bist du ja. Herr von Dorstey sagt es, alle Leute sagen es. Aber was hilft mir das? Viala ist eine Null, aber er unterschlägt keine Mündelgelder. Sogar Waldheim ist nicht in einem Atem mit dir zu nennen. Wer hat das nur gesagt? Der Dr. Frohrieb, ein Genie ist ihr Papa. Und ich habe ihn erst einmal reden gehört. Im vorigen Jahr im Schwurgerichtssaal. Zum 1. und letzten Mal. Herrlich, die Tränen sind mir über die Wangen gelaufen und der elende Kerl, den er verteidigt hat, ist freigesprochen worden. Er war vielleicht gar kein so elender Kerl. Er hat jedenfalls nur gestohlen. Keine Mündelgelder veruntreut, um Baccarat zu spielen und auf der Börse zu spekulieren. Und jetzt wird der Papa selber vor den Geschworenen stehen. In allen Zeitungen wird man es lesen.
Zweiter Verhandlungstag, dritter Verhandlungstag, der Verteidiger erhob sich zu einer Replik. Wer wird denn sein Verteidiger sein? Kein Genie, nichts wird ihm helfen. Einstimmig schuldig, verurteilt auf 5 Jahre, Stein, Sträflingskleid, geschorene Haare. Einmal im Monat darf man ihn besuchen. Ich fahre mit Mama hinaus, 3. Klasse, wir haben ja kein Geld, keiner leiht uns was. Kleine Wohnung in der Lerchenfelder Straße, so wie die, wo ich die Nähterin besucht habe vor 10 Jahren. Wir bringen ihm etwas zu essen mit. Woher denn? Wir haben ja selber nichts. Onkel Viktor wird uns eine Rente aussetzen, 300 Gulden monatlich. Rudi wird in Holland sein, bei Wanderhulst, wenn man noch auf ihn reflektiert. Die Kinder des Sträflings, Roman von Temme in 3 Bänden. Der Papa empfängt uns im gestreiften Sträflingsanzug. Er schaut nicht bös drein, nur traurig, er kann ja gar nicht bös dreinschauen. Else, wenn du mir damals das Geld verschafft hättest, das wird er sich denken, aber er wird nichts sagen. Er wird nicht das Herz haben, mir Vorwürfe zu machen. Er ist ja seelengut, nur leichtsinnig ist er. Sein Verhängnis ist die Spielleidenschaft. Er kann ja nichts dafür, es ist eine Art von Wahnsinn. Vielleicht spricht man ihn frei, weil er wahnsinnig ist. Auch den Brief hat er vorher nicht überlegt. Es ist ihm vielleicht gar nicht eingefallen, dass Dorstey die Gelegenheit benutzen könnte und so eine Gemeinheit von mir verlangen wird. Er ist ein guter Freund unseres Hauses. Er hat dem Papa schon einmal 8.000 Gulden geliehen. Wie soll man so was von einem Menschen denken? Zuerst hat der Papa sicher alles andere versucht. Was muss er durchgemacht haben, ehe er die Mama veranlasst hat, diesen Brief zu schreiben? Von einem zum anderen ist er gelaufen, von Warsdorf zu Burin, von Burin zu Wertheimsstein und weiß Gott noch zu wem. Bei Onkel Karl war er gewiss auch und alle haben sie ihn im Stich gelassen, alle die sogenannten Freunde. Und nun ist Dorstey seine Hoffnung, seine letzte Hoffnung, und wenn das Geld nicht kommt, so bringt er sich um. Natürlich bringt er sich um. Er wird sich doch nicht einsperren lassen. Untersuchungshaft, Verhandlung, Schwurgericht, Kerker, Sträflingsgewand. Nein, nein. Wenn der Haftbefehl kommt, erschießt er sich oder hängt sich auf. Am Fensterkreuz wird er hängen. Man wird herüberschicken vom Haus, vis-à-vis. Der Schlosser wird aufsperren müssen und ich bin schuld gewesen. Und jetzt sitzt er zusammen mit Mama im selben Zimmer, wo er übermorgen hängen wird und raucht eine Havanna-Zigarre. Woher hat er immer noch Havanna-Zigarren? Ich höre ihn sprechen, wie er die Mama beruhigt. Verlass dich drauf, Dorstey weist das Geld an. Bedenke doch, ich habe ihm heuer im Winter eine große Summe durch meine Intervention gerettet. Und dann kommt der Prozess Erbesheimer. Wahrhaftig, ich höre ihn sprechen. Telepathie. Merkwürdig. Auch Fred sehe ich in diesem Moment. Er geht mit einem Mädel im Stadtpark am Kursalon vorbei. Sie hat eine hellblaue Bluse und lichte Schuhe und ein bisschen heiser ist sie. Das weiß ich alles ganz bestimmt. Wenn ich nach Wien komme, werde ich Fred fragen, ob er am 3. September zwischen 7:30 und 8:00 abends mit seiner Geliebten im Stadtpark war. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Crowwings. www.crowwings.com. Abschnitt 4 von Fräulein Else von Arthur Schnitzler. Wohin denn noch? Was ist denn mit mir? Beinahe ganz dunkel. Wie schön und ruhig. Weit und breit kein Mensch. Nun sitzen sie alle schon beim Diner. Telepathie? Nein, das ist noch keine Telepathie. Ich habe ja früher das Tamtam gehört. Wo ist die Else? Wird sich Paul denken. Es wird allen auffallen, wenn ich zur Vorspeise noch nicht da bin. Sie werden zu mir heraufschicken. Was ist das mit Else? Sie ist doch sonst so pünktlich. Auch die zwei Herren am Fenster werden denken: Wo ist denn heute das schöne junge Mädel mit dem rötlich-blonden Haar? Und Herr von Dorstey wird Angst bekommen, er ist sicher feig. Beruhigen Sie sich, Herr von Dorstey, es wird Ihnen nichts geschehen, ich verachte Sie ja so sehr. Wenn ich wollte, morgen Abend wären Sie ein toter Mann. Ich bin überzeugt, Paul würde ihn fordern, wenn ich ihm die Sache erzählte. Ich schenke Ihnen das Leben, Herr von Dorstey. Wie ungeheuer weit die Wiesen und wie riesig schwarz die Berge. Keine Sterne beinahe, ja doch, 3, 4, es werden schon mehr. Und so still der Wald hinter mir. Schön hier auf der Bank am Waldesrand zu sitzen. So fern das Hotel und so märchenhaft leuchtet es her. Und was für Schufte sitzen drin. Ach nein, Menschen, arme Menschen, die tun mir alle so leid. Auch die Marchesa tut mir leid. Ich weiß nicht warum, und die Frau Winnewehr und die Bonn von Sissis kleinem Mädel.
Sie sitzt nicht an der Table d'hôte. Sie hat schon früher mit Fritzi gegessen. Was ist das nur mit Else? Fragt Sissy. Wie, auf ihrem Zimmer ist sie auch nicht? Alle haben sie Angst um mich, ganz gewiss, nur ich hab keine Angst. Ja, da bin ich in Martino di Castrosa, sitze auf einer Bank am Waldesrand und die Luft ist wie Champagner und mir scheint gar, ich weine. Ja, warum weine ich denn? Es ist doch kein Grund zu weinen, das sind die Nerven. Ich muss mich beherrschen, ich darf mich nicht so gehen lassen. Aber das Weinen ist gar nicht unangenehm, das Weinen tut mir immer wohl. Wie ich unsere alte Französin besucht habe im Krankenhaus, die dann gestorben ist, habe ich auch geweint. Und beim Begräbnis von der Großmama und wie die Bertha nach Nürnberg gereist ist und wie das Kleine von der Agathe gestorben ist und im Theater bei der Kameliendame habe ich auch geweint. Wer wird weinen, wenn ich tot bin? Oh, wie schön wäre das, tot zu sein. Aufgebahrt liege ich im Salon, die Kerzen brennen. Lange Kerzen, 12 lange Kerzen. Unten steht schon der Leichenwagen. Vor dem Haustor stehen Leute. Wie alt war sie denn? Erst 19. Wirklich, erst 19. Denken Sie sich, Ihr Papa ist im Zuchthaus. Warum hat sie sich denn umgebracht? Aus unglücklicher Liebe zu einem Filou. Aber was fällt Ihnen denn ein? Sie hätte ein Kind kriegen sollen. Nein, sie ist vom Simon heruntergestürzt. Es ist ein Unglücksfall. Guten Tag, Herr Dorsday. Sie erweisen der kleinen Else auch die letzte Ehre? Kleine Else, sagt das alte Weib. Warum denn? Natürlich, ich muss ihr die letzte Ehre erweisen. Ich habe ihr ja auch die erste Schande erwiesen. Oh, es war der Mühe wert, Frau Winnefer. Ich habe noch nie einen so schönen Körper gesehen. Es hat mich nur 30 Millionen gekostet. Ein Rubens kostet 3-mal so viel. Mit Haschisch hat sie sich vergiftet. Sie wollte nur schöne Visionen haben, aber sie hat zu viel genommen und ist nicht mehr aufgewacht. Warum hat er denn ein rotes Monokel, der Herr Dorsday? Wem winkt er denn mit dem Taschentuch? Die Mama kommt die Treppe herunter und küsst ihm die Hand. Pfui, pfui, jetzt flüstern sie miteinander. Ich kann nichts verstehen, weil ich aufgebahrt bin. Der Veilchenkranz um meine Stirn ist von Paul. Die Schleifen fallen bis auf den Boden. Kein Mensch traut sich ins Zimmer. Ich stehe lieber auf und schaue zum Fenster hinaus. Was für ein großer blauer See. 100 Schiffe mit gelben Segeln. Die Wellen glitzern. So viel Sonne. Regatta. Die Herren haben alle Ruderleibchen. Die Damen sind im Schwimmkostüm. Das ist unanständig. Sie bilden sich ein, ich bin nackt. Wie dumm Sie sind. Ich habe ja schwarze Trauerkleider an, weil ich tot bin. Ich werde es euch beweisen. Ich lege mich gleich wieder auf die Bahre hin. Wo ist sie denn? Fort ist sie. Man hat sie davongetragen, man hat sie unterschlagen. Darum ist der Papa im Zuchthaus. Und sie haben ihn doch freigesprochen auf 3 Jahre. Die Geschworenen sind alle bestochen von Fiala. Ich werde jetzt zu Fuß auf den Friedhof gehen. Das erspart die Mama das Begräbnis. Wir müssen uns einschränken. Ich gehe so schnell, dass mir keiner nachkommt. Ah, wie schnell ich gehen kann. Da bleiben sie alle auf den Straßen stehen und wundern sich. Wie darf man jemanden so anschauen, der tot ist? Das ist zudringlich. Ich gehe lieber übers Feld, das ist ganz blau von Vergissmeinnicht und Veilchen. Die Marineoffiziere stehen Spalier. Guten Morgen, meine Herren. Öffnen Sie das Tor, Herr Matador. Erkennen Sie mich nicht? Ich bin ja die Tote. Sie müssen mir darum nicht die Hand küssen. Wo ist denn meine Gruft? Hat man die auch unterschlagen? Gott sei Dank, es ist gar nicht der Friedhof. Das ist ja der Park in Mentone. Der Papa wird sich freuen, dass ich nicht begraben bin. Vor den Schlangen habe ich keine Angst, wenn mich nur keine in den Fuß beißt. Oh, weh. Was ist denn? Wo bin ich denn? Habe ich geschlafen? Ja, geschlafen habe ich. Ich muss sogar geträumt haben. Ist so kalt in den Füßen. Im rechten Fuß ist mir kalt. Wieso denn? Da ist am Knöchel ein kleiner Riss im Strumpf. Warum sitze ich denn noch im Wald? Es muss ja längst geläutet haben zum Diner. Dinner. Oh Gott, wo war ich denn? So weit war ich fort. Was habe ich denn geträumt? Ich glaube, ich war schon tot. Und keine Sorgen habe ich gehabt und mir nicht den Kopf zerbrechen müssen. 30.000. Ich hab sie noch nicht, ich muss sie mir erst verdienen. Und da sitze ich allein, am Waldesrand, das Hotel leuchtet bisher. Ich muss zurück, es ist schrecklich, dass ich zurück muss. Aber es ist keine Zeit mehr zu verlieren, Herr von Dorsday erwartet meine Entscheidung. Entscheidung, Entscheidung. Nein, nein, Herr von Dorsday, kurz und gut, nein. Sie haben gescherzt, Herr von Dorsday, selbstverständlich. Ja, das werde ich ihm sagen. Oh, das ist ausgezeichnet, Ihr Scherz war nicht sehr vornehm, Herr von Dorsday, aber ich will Ihnen verzeihen. Ich telegrafiere morgen früh an Papa, Herr von Dorsday, dass das Geld pünktlich in Dr. Fialas Händen sein wird. Wunderbar, das sage ich ihm. Da
Da bleibt ihm nichts übrig, er muss das Geld abschicken. Muss? Muss er? Warum muss er denn? Und wenn er's täte, so würde er sich dann rächen, irgendwie. Er würde es so einrichten, dass das Geld zu spät kommt. Oder er würde das Geld schicken und dann überall erzählen, dass er mich gehabt hat. Oh, aber er schickt ja das Geld gar nicht ab. Nein, Fräulein Else, so haben wir nicht gewettet. Telegrafieren Sie dem Papa, was Ihnen beliebt. Ich schicke das Geld nicht ab. Sie sollen nicht glauben, Fräulein Else, dass ich mich von so einem kleinen Mädel übertölpeln lasse. Ich, der Vicomte von Meppery. Ich muss vorsichtig gehen. Der Weg ist ganz dunkel. Sonderbar. Es ist mir wohler als vorher. Es hat sich doch gar nichts geändert und mir ist wohler. Was hab ich denn nur geträumt? Von einem Matador? Was war denn das für ein Matador? Es ist noch weiter zum Hotel, als ich gedacht habe. Sie sitzen gewiss noch alle beim Diner. Ich werde mich ruhig an den Tisch setzen und sagen, dass ich Migräne gehabt habe und lasse mir nachservieren. Herr von Dorsty wird am Ende selbst zu mir kommen und mir sagen, dass das Ganze nur ein Scherz war. Entschuldigen Sie, Fräulein Else, entschuldigen Sie den schlechten Spaß. Ich habe schon an meine Bank telegrafiert. Aber er wird es nicht sagen. Er hat nicht telegrafiert. Es ist alles noch genau so wie früher. Er wartet. Herr von Dorsty wartet. Nein, ich will ihn nicht sehen. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich will niemanden mehr sehen. Ich will nicht mehr ins Hotel. Ich will nicht mehr nach Hause. Ich will nicht nach Wien. Zu niemandem will ich. Zu keinem Menschen. Nicht zu Papa und nicht zu Mama. Nicht zu Rudi und nicht zu Fred. Nicht zu Bertha und nicht zu Tante Irene. Die ist noch die Beste. Die würde alles verstehen. Aber ich habe nichts mehr mit ihr zu tun und mit niemandem mehr. Wenn ich zaubern könnte, wäre ich ganz woanders in der Welt, auf irgendeinem herrlichen Schiff im mittelländischen Meer. Aber nicht allein. Mit Paul zum Beispiel. Ja, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Oder ich wohnte in einer Villa am Meer und wir lägen auf den Marmorstufen, die ins Wasser führen. Und er hielte mich fest in seinen Armen und bisse mich in die Lippen, wie es Albert vor 2 Jahren getan hat. Beim Klavier, der unverschämte Kerl. Nein. Allein möchte ich am Meer liegen auf den Marmorstufen und warten. Und endlich käme einer oder mehrere und ich hätte die Wahl und die anderen, die ich verschmähe, die stürzen sich aus Verzweiflung alle ins Meer. Oder sie müssten Geduld haben bis zum nächsten Tag. Ach, was wäre das für ein köstliches Leben? Wozu habe ich denn meine herrlichen Schultern und meine schönen schlanken Beine? Und wozu bin ich denn überhaupt auf der Welt? Und es geschehe Ihnen ganz recht, Ihnen allen. Sie haben mich ja doch nur darauf erzogen, dass ich mich verkaufe, so oder so. Vom Theaterspielen haben Sie nichts wissen wollen. Da haben Sie mich ausgelacht und es wäre Ihnen ganz recht gewesen im vorigen Jahr, wenn ich den Direktor Willomitzer geheiratet hätte, der bald 50 ist. Nur, dass Sie mir nicht zugeredet haben. Da hat sich der Papa doch geniert, aber die Mama hat ganz deutliche Anspielungen gemacht. Wie riesig es dasteht, das Hotel. Wie eine ungeheure, beleuchtete Zauberburg. Alles ist so riesig, die Berge auch. Man könnte sich fürchten. Noch nie waren sie so schwarz. Der Mond ist noch nicht da. Der geht erst zur Vorstellung auf, zur großen Vorstellung auf der Wiese, wenn der Herr von Dorsty seine Sklavin nackt tanzen lässt. Was geht mich denn der Herr Dorsty an? Nun, Mademoiselle Else, was machen Sie denn für Geschichten? Sie waren doch schon bereit, auf und davon zu gehen, die Geliebte von fremden Männern zu werden, von einem nach dem anderen. Und auf die Kleinigkeit, die Herr von Dorsty von Ihnen verlangt, kommt es Ihnen an? Für einen Perlenschmuck, für schöne Kleider, für eine Villa am Meer sind Sie bereit, sich zu verkaufen? Das Leben Ihres Vaters ist Ihnen nicht so viel wert? Es wäre gerade der richtige Anfang. Es wäre dann gleich die Rechtfertigung für alles andere. Ihr wart es, könnte ich sagen. Ihr habt mich dazu gemacht. Ihr alle seid schuld, dass ich so geworden bin. Nicht nur Papa und Mama. Auch der Rudi ist schuld und der Fred und alle, weil sich ja niemand um einen kümmert. Ein bisschen Zärtlichkeit, wenn man hübsch aussieht und ein bisschen Besorgtheit, wenn man Fieber hat. Und in die Schule schicken sie einen und zu Hause lernt man Klavier und Französisch und im Sommer geht man aufs Land. Und zum Geburtstag kriegt man Geschenke und bei Tisch reden sie über allerlei. Aber was in mir vorgeht und was in mir wühlt und Angst hat, habt ihr euch darum je gekümmert? Manchmal im Blick von Papa war eine Ahnung davon. Aber ganz flüchtig und dann war gleich wieder der Beruf da und die Sorgen und das Börsenspiel und wahrscheinlich irgendein Frauenzimmer, ganz im Geheimen, nichts sehr Feines unter uns. Und ich war wieder allein. Nun, was tätest du, Papa, was tätest du heute, wenn ich nicht da wäre?
Da stehe ich, ja, da stehe ich vor dem Hotel. Furchtbar, da hineingehen zu müssen. Alle die Leute sehen, den Herrn von Dorsday, die Tante, Sissy. Wie schön war das früher auf der Bank am Waldesrand, wie ich schon tot war. Matador, wenn ich nur drauf käme, was? Eine Regatta war es, richtig, und ich habe vom Fenster aus zugesehen. Aber wer war der Matador? Wenn ich nur nicht so müd wäre, so furchtbar müde. Und da soll ich bis Mitternacht aufbleiben und mich dann ins Zimmer von Herrn von Dorsday schleichen? Vielleicht begegne ich der Sissy auf dem Gang. Hat sie was an unter dem Schlafrock, wenn sie zu ihm kommt? Es ist schwer, wenn man in solchen Dingen nicht geübt ist. Soll ich sie nicht um Rat fragen, die Sissy? Natürlich würde ich nicht sagen, dass es sich um Dorsday handelt, sondern sie müsste sich denken, ich habe ein nächtliches Rendezvous mit einem von den hübschen jungen Leuten hier im Hotel, zum Beispiel mit dem langen, blonden Menschen, der die leuchtenden Augen hat, aber der ist ja nicht mehr da. Plötzlich war er verschwunden. Ich habe doch gar nicht an ihn gedacht, bis zu diesem Augenblick. Aber es ist leider nicht der lange, blonde Mensch mit den leuchtenden Augen. Auch der Paul ist es nicht. Es ist der Herr von Dorsday. Also, wie mache ich es denn? Was sage ich ihm? Einfach, ja? Ich kann doch nicht zu Herrn Dorsday ins Zimmer kommen. Er hat sicher lauter elegante Flakons auf dem Waschtisch. Und das Zimmer riecht nach französischem Parfüm. Nein, nicht um die Welt zu ihm. Lieber im Freien. Da geht er mich nichts an. Der Himmel ist so hoch und die Wiese ist so groß. Ich muss gar nicht an den Herrn Dorsday denken. Ich muss ihn nicht einmal anschauen. Und wenn er es wagen würde, mich anzurühren, einen Tritt bekäme er mit meinen nackten Füßen. Ach, wenn es doch ein anderer wäre, irgendein anderer. Alles, alles könnte er von mir haben heute Nacht. Jeder andere, nur Dorsday nicht. Und gerade der, wie seine Augen stechen und bohren werden. Mit dem Monokel wird er dastehen und grinsen. Aber nein, er wird nicht grinsen. Er wird ein vornehmes Gesicht schneiden. Elegant, er ist ja solche Dinge gewohnt. Wie viele hat er schon so gesehen? 100 oder 1000? Aber war schon eine darunter wie ich? Nein, gewiss nicht. Ich werde ihm sagen, dass er nicht der Erste ist, der mich so sieht. Ich werde ihm sagen, dass ich einen Geliebten habe, aber erst, wenn die 30.000 Gulden an Fiala abgesandt sind, dann werde ich ihm sagen, dass er ein Narr war, dass er mich auch hätte haben können um dasselbe Geld, dass ich schon 10 Liebhaber gehabt habe, 20, 100, aber das wird er mir ja alles nicht glauben. Und wenn er es mir glaubt, was hilft es mir, wenn ich ihm nur irgendwie die Freude verderben könnte? Wenn noch einer dabei wäre. Warum nicht? Er hat ja nicht gesagt, dass er mit mir allein sein muss. Ach, Herr von Dorsday, ich habe solche Angst vor Ihnen. Wollen Sie mir nicht freundlichst gestatten, einen guten Bekannten mitzubringen? Oh, das ist keineswegs gegen die Abrede, Herr von Dorsday. Wenn es mir beliebte, dürfte ich das ganze Hotel dazu einladen und Sie wären trotzdem verpflichtet, die 30.000 Gulden abzuschicken. Aber ich begnüge mich damit, meinen Vetter Paul mitzubringen. Oder ziehen Sie etwa einen anderen vor? Der lange, blonde Mensch ist leider nicht mehr da und der Filou mit dem Römerkopf leider auch nicht, aber ich finde schon noch wen anderen. Sie fürchten Indiskretion? Darauf kommt es ja nicht an. Ich lege keinen Wert auf Diskretion. Wenn man einmal so weit ist wie ich, dann ist alles ganz egal. Es ist heute ja nur der Anfang, oder denken Sie, aus diesem Abenteuer fahre ich wieder nach Hause als anständiges Mädchen aus guter Familie? Nein, weder gute Familie noch anständiges junges Mädchen. Das wäre erledigt. Ich stelle mich jetzt auf meine eigenen Beine. Ich habe schöne Beine, Herr von Dorsday, wie Sie und die übrigen Teilnehmer des Festes bald zu bemerken Gelegenheit haben werden. Also, die Sache ist in Ordnung, Herr von Dorsday. Um 10 Uhr, während alles noch in der Halle sitzt, wandern wir im Mondenschein über die Wiese durch den Wald nach ihrer berühmten, selbstentdeckten Lichtung. Das Telegramm an die Bank bringen Sie für alle Fälle gleich mit, denn eine Sicherheit darf ich doch wohl verlangen von einem solchen Spitzbuben wie Sie. Und um Mitternacht können Sie wieder nach Hause gehen, und ich bleibe mit meinem Vetter oder sonst wem auf der Wiese im Mondenschein. Sie haben doch nichts dagegen, Herr von Dorsday? Das dürfen Sie gar nicht. Und wenn ich morgen früh zufällig tot sein sollte, so wundern Sie sich weiter nicht, dann wird eben Paul das Telegramm aufgeben, dafür wird schon gesorgt sein. Aber bilden Sie sich dann um Gottes Willen nicht ein, dass Sie, elender Kerl, mich in den Tod getrieben haben. Ich weiß ja schon lange, dass es so mit mir enden wird. Fragen Sie doch nur meinen Freund Fred, ob ich es ihm nicht schon öfters gesagt habe. Fred, das ist nämlich Herr Friedrich Wenkheim,
nebstbei der einzige anständige Mensch, den ich in meinem Leben kennengelernt habe, der einzige, den ich geliebt hätte, wenn er nicht ein gar so anständiger Mensch wäre. Ja, ein so verworfenes Geschöpf bin ich. Bin nicht geschaffen für eine bürgerliche Existenz, und Talent habe ich auch keines. Für unsere Familie wäre es sowieso das Beste, sie stürbe aus. Mit dem Rudi wird auch schon irgendein Malheur geschehen. Der wird sich in Schulden stürzen für eine holländische Chansonette und bei Wanderholst defraudieren. Das ist schon so in unserer Familie, und der jüngste Bruder von meinem Vater, der hat sich erschossen, wie er 15 Jahre alt war. Kein Mensch weiß warum. Ich habe ihn nicht gekannt. Lassen Sie sich die Fotografien zeigen, Herr von Dorsday, wir haben sie in einem Album. Ich soll ihm ähnlich sehen. Kein Mensch weiß, warum er sich umgebracht hat, und von mir wird es auch keiner wissen. Ihretwegen keinesfalls, Herr von Dorsday. Die Ehre tue ich Ihnen nicht an. Ob mit 19 oder 21, das ist doch egal. Oder soll ich Bonn werden, oder Telefonistin, oder einen Herrn Willumitzer heiraten, oder mich von Ihnen aushalten lassen? Es ist alles gleich ekelhaft, und ich komme überhaupt gar nicht mit Ihnen auf die Wiese. Nein, das ist alles viel zu anstrengend und zu dumm und zu widerwärtig. Wenn ich tot bin, werden Sie schon die Güte haben und die paar tausend Gulden für den Papa absenden. Denn es wäre doch zu traurig, wenn er gerade an dem Tage verhaftet würde, an dem man meine Leiche nach Wien bringt. Aber ich werde einen Brief hinterlassen, mit testamentarischer Verfügung. Herr von Dorsday hat das Recht, meinen Leichnam zu sehen, meinen schönen, nackten Mädchenleichnam. So können Sie sich nicht beklagen, Herr von Dorsday, dass ich Sie übers Ohr gehauen habe. Sie haben doch was für Ihr Geld. Dass ich noch lebendig sein muss, das steht nicht in unserem Kontrakt. Oh nein, das steht nirgends geschrieben. Also den Anblick meines Leichnams vermache ich dem Kunsthändler Dorsday, und Herrn Fred Winkheimer vermache ich mein Tagebuch aus meinem 17. Lebensjahr. Weiter habe ich nicht geschrieben. Und dem Fräulein bei Sissy vermache ich die 5 20-Francs-Stücke, die ich vor Jahren aus der Schweiz mitgebracht habe. Sie liegen im Schreibtisch neben den Briefen. Und Bertha vermache ich das schwarze Abendkleid. Und Agathe meine Bücher. Und meinem Vetter Paul, dem vermache ich einen Kuss auf meine blassen Lippen. Und der Sissy vermache ich mein Racket, weil ich edel bin. Und man soll mich gleich hier begraben, in San Martino di Castrosa, auf dem schönen kleinen Friedhof. Ich will nicht mehr zurück nach Hause. Auch als Tote will ich nicht mehr zurück. Und Papa und Mama sollen sich nicht kränken. Mir geht es besser als ihnen. Und ich verzeihe ihnen. Es ist nicht schade um mich. Haha, was für ein komisches Testament. Ich bin wirklich gerührt. Wenn ich denke, dass ich morgen um die Zeit, während die anderen beim Diner sitzen, schon tot bin. Die Tante Emma wird natürlich nicht zum Diner herunterkommen und Paul auch nicht. Sie werden sich auf dem Zimmer servieren lassen. Neugierig bin ich, wie sich Sissy benehmen wird. Nur werde ich es leider nicht erfahren. Gar nichts mehr werde ich erfahren. Oder vielleicht weiß man noch alles, solange man nicht begraben ist. Und am Ende bin ich nur scheintot. Und wenn der Herr von Dorsday an meinen Leichnam tritt, so erwache ich und schlage die Augen auf. Da lässt er vor Schreck das Monokel fallen. Ende von Abschnitt 4. Gelesen von Growings. www.growings.com Abschnitt 5 von Fräulein Else von Arthur Schnitzler. Aber es ist ja leider alles nicht wahr. Ich werde nicht scheintot sein und tot auch nicht. Ich werde mich überhaupt gar nicht umbringen. Ich bin ja viel zu feig. Wenn ich auch eine couragierte Kletterin bin, feig bin ich doch. Und vielleicht habe ich nicht einmal genug Veronal. Wie viel Pulver braucht man denn? 6, glaube ich, aber 10 ist sicherer. Ich glaube, es sind noch 10. Ja, das werden genug sein. Zum wievielten Mal laufe ich jetzt eigentlich um das Hotel herum? Also, was jetzt? Da stehe ich vor dem Tor. In der Halle ist noch niemand. Natürlich, sie sitzen ja noch alle beim Diner. Seltsam sieht die Halle aus, so ganz ohne Menschen. Auf dem Sessel dort liegt ein Hut, ein Touristenhut, ganz fesch, hübscher Gemsbart. Dort im Fauteuil sitzt ein alter Herr. Hat wahrscheinlich keinen Appetit mehr, liest Zeitung, dem geht's gut. Er hat keine Sorgen, er liest ruhig Zeitung, und ich muss mir den Kopf zerbrechen, wie ich dem Papa 30.000 Gulden verschaffen soll, aber nein, ich weiß ja wie. Es ist ja so furchtbar einfach. Was will ich denn? Was will ich denn? Was tue ich denn da in der Halle? Gleich werden sie alle kommen vom Diner. Was soll ich denn tun?
Herr von Dorsday sitzt gewiss auf Nadeln. Wo bleibt sie, denkt er sich. Hat sie sich am Ende umgebracht oder engagiert sie jemanden, der mich umbringt? Oder hetzt sie ihren Vetter Paul auf mich? Haben Sie keine Angst, Herr von Dorsday, ich bin keine so gefährliche Person. Ein kleines Luder bin ich, weiter nichts. Für die Angst, die Sie ausgestanden haben, sollen Sie auch Ihren Lohn haben. 12 Uhr, Zimmer Nummer 65. Im Freien wäre es mir doch zu kühl. Und von Ihnen aus, Herr von Dorsday, begebe ich mich direkt zu meinem Vetter Paul. Sie haben doch nichts dagegen, Herr von Dorsday? Else, Else! Wie, was? Das ist ja Pauls Stimme. Das Diner schon aus? Else! Ach, Paul, was gibt's denn, Paul? Ich stell mich ganz unschuldig. Ja, wo steckst du denn, Else? Wo soll ich denn stecken? Ich bin spazieren gegangen. Jetzt, während des Diners. Na, wann denn? Es ist doch die schönste Zeit dazu. Ich red Blödsinn. Die Mama hat sich schon alles Mögliche eingebildet. Ich war an deiner Zimmertür, hab geklopft. Hab nichts gehört. Aber im Ernst, Else, wie kannst du uns in eine solche Unruhe versetzen? Du hättest Mama doch wenigstens verständigen können, dass du nicht zum Diner kommst. Du hast ja recht, Paul, aber wenn du eine Ahnung hättest, was ich für Kopfschmerzen gehabt habe. Ganz schmelzend red ich, oh, ich luder. Ist dir jetzt wenigstens besser? Könnte ich eigentlich nicht sagen. Ich will vor allem der Mama. Halt, Paul, noch nicht. Entschuldige mich bei der Tante. Ich will nur für ein paar Minuten auf mein Zimmer mich ein bisschen herrichten. Dann komme ich gleich herunter und werde mir eine Kleinigkeit nachservieren lassen. Du bist so blass, Else. Soll ich dir die Mama hinaufschicken? Aber mach doch keine solchen Geschichten mit mir, Paul. Und schau mich nicht so an. Hast du noch nie ein weibliches Wesen mit Kopfschmerzen gesehen? Ich komme bestimmt noch herunter, in 10 Minuten spätestens. Grüß dich Gott, Paul. Also, auf Wiedersehen, Else. Gott sei Dank, dass er geht. Dummer Bub. Aber lieb. Was will denn der Portier von mir? Wie, ein Telegramm? Danke. Wann ist denn die Depesche gekommen, Herr Portier? Vor einer Viertelstunde, Fräulein. Warum schaut er mich denn so an, so bedauernd? Um Himmels Willen, was wird denn da drin stehen? Ich mach sie erst oben auf, sonst falle ich vielleicht in Ohnmacht. Am Ende hat sich der Papa... Wenn der Papa tot ist, dann ist ja alles in Ordnung, dann muss ich nicht mehr mit Herrn von Dorsday auf die Wiese gehen. Oh, ich elende Person, lieber Gott, mach, dass in der Depesche nichts Böses steht. Lieber Gott, mach, dass der Papa lebt. Verhaftet, meinetwegen, nur nicht tot. Wenn nichts Böses drin steht, dann will ich ein Opfer bringen. Ich werde Bonn, ich nehme eine Stellung in einem Büro an. Sei nicht tot, Papa, ich bin ja bereit, ich tue ja alles, was du willst. Gott sei Dank, dass ich oben bin. Licht gemacht, Licht gemacht. Kühl ist es geworden. Das Fenster war zu lange offen. Courage, Courage. Na, vielleicht steht drin, dass die Sache geordnet ist. Vielleicht hat der Onkel Bernhard das Geld hergegeben und sie telegrafieren mir. Nicht mit Dorsday reden. Ich werde es ja gleich sehen. Aber wenn ich auf den Plafond schaue, kann ich natürlich nicht lesen, was in der Depesche steht. Tralla, tralla, Courage. Es muss ja sein. Wiederhole flehentliche Bitte mit Dorsday reden, Summe nicht 30, sondern 50, sonst alles vergeblich. Adresse bleibt Fiala. Sondern 50, sonst alles vergeblich. Tralla, tralla, 50, Adresse bleibt Fiala. Aber gewiss, ob 50 oder 30, darauf kommt es ja nicht an. Auch dem Herrn von Dorsday nicht, das Veronal liegt unter der Wäsche, für alle Fälle. Warum habe ich nicht gleich gesagt? 50. Ich hab doch daran gedacht. Sonst alles vergeblich. Also hinunter, geschwind, nicht da auf dem Bett sitzen bleiben. Ein kleiner Irrtum, Herr von Dorsday, verzeihen Sie, nicht 30, sondern 50. Sonst alles vergeblich. Adresse bleibt Fiala. Sie halten mich wohl für einen Narren, Fräulein Else? Keineswegs, Herr Vicomte, wie sollte ich? Für 50 müsste ich jedenfalls entsprechend mehr fordern, Fräulein. Sonst alles vergeblich, Adresse bleibt Fiala. Wie Sie wünschen, Herr von Dorsday. Bitte, befehlen Sie nur. Vor allem aber schreiben Sie die Depesche an Ihr Bankhaus. Natürlich, sonst habe ich ja keine Sicherheit. Ja, so mache ich es. Ich komme zu ihm ins Zimmer und erst wenn er vor meinen Augen die Depesche geschrieben, ziehe ich mich aus und die Depesche behalte ich in der Hand. Ha, wie unappetitlich. Und wo soll ich denn meine Kleider hinlegen? Nein, nein, ich zieh mich schon hier aus und nehme den großen schwarzen Mantel um, der mich ganz einhüllt. So ist es am bequemsten. Für beide Teile.
Adresse bleibt Fiala. Mir klappern die Zähne. Das Fenster ist noch offen. Zugemacht. Im Freien? Den Tod hätte ich davon haben können. Schuft. 50.000. Er kann nicht Nein sagen. Zimmer 65. Aber vorher sag ich Paul, er soll in seinem Zimmer auf mich warten. Von Dorsday gehe ich direkt zu Paul und erzähl ihm alles. Und dann soll Paul ihn ohrfeigen. Ja, noch heute Nacht. Ein reichhaltiges Programm. Und dann kommt das Veronal. Nein, wozu denn? Warum denn sterben? Keine Spur. Lustig, lustig. Jetzt fängt ja das Leben erst an. Ihr sollt eure Freude haben. Ihr sollt stolz werden auf euer Töchterlein. Ein Luder will ich werden, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Adresse bleibt Fiala. Du sollst deine 50.000 Gulden haben, Papa. Aber die nächsten, die ich mir verdiene, um die kaufe ich mir neue Nachthemden mit Spitzen besetzt, ganz durchsichtig und köstliche Seidenstrümpfe. Man lebt nur einmal. Wozu schaut man denn so aus wie ich? Licht gemacht. Die Lampe über dem Spiegel schalte ich ein. Wie schön meine blondroten Haare sind und meine Schultern. Meine Augen sind auch nicht übel. Oh, wie groß sie sind. Es wäre schad um mich. Zum Veronal ist immer noch Zeit. Aber ich muss ja hinunter. Tief hinunter. Herr Dorsday wartet und er weiß noch nicht einmal, dass es indes 50.000 geworden sind. Ja, ich bin im Preis gestiegen, Herr von Dorsday. Ich muss ihm das Telegramm zeigen, sonst glaubt er mir am Ende nicht und denkt, ich will ein Geschäft bei der Sache machen. Ich werde die Depesche auf sein Zimmer schicken und etwas dazu schreiben. Zu meinem lebhaften Bedauern sind es nun 50.000 geworden, Herr von Dorsday. Das kann Ihnen ja ganz egal sein. Und ich bin überzeugt, Ihre Gegenforderung war gar nicht ernst gemeint, denn Sie sind ein Vicomte und ein Gentleman. Morgen früh werden Sie die 50.000, an denen das Leben meines Vaters hängt, ohne weiteres an Fiala senden. Ich rechne darauf. Selbstverständlich, mein Fräulein, ich sende für alle Fälle gleich 100.000, ohne jede Gegenleistung, und verpflichte mich überdies, von heute an für den Lebensunterhalt Ihrer ganzen Familie zu sorgen, die Börsenschulden Ihres Herrn Papas zu zahlen und sämtliche veruntreute Mündelgelder zu ersetzen. Adresse bleibt Fiala. Hahaha. Ja, genau so ist der Vicomte von Eperie. Das ist ja alles Unsinn. Was bleibt mir denn übrig? Es muss ja sein. Ich muss es ja tun. Alles, alles muss ich tun, was Herr von Dorsday verlangt. Damit Herr Papa morgen das Geld hat. Damit er nicht eingesperrt wird. Damit er sich nicht umbringt. Und ich werde es auch tun. Ja, ich werde es tun. Ob zwar doch alles für die Katz ist. In einem halben Jahr sind wir wieder gerade so weit wie heute. In 4 Wochen. Aber dann geht es mich nichts mehr an. Das eine Opfer bringe ich. Und dann keines mehr. Nie, nie, niemals wieder. Ja, das sage ich dem Papa, sobald ich nach Wien komme. Und dann fort aus dem Haus, wo immer hin. Ich werde mich mit Fred beraten. Er ist der Einzige, der mich wirklich gern hat. Aber so weit bin ich ja noch nicht. Ich bin nicht in Wien. Ich bin noch in Martino di Castrosa. Noch nichts ist geschehen. Also, wie? Wie? Was? Da ist das Telegramm. Was tue ich denn mit dem Telegramm? Ich habe es ja schon gewusst. Ich muss es ihm auf sein Zimmer schicken. Aber was sonst? Ich muss ihm etwas dazu schreiben. Nun ja, was soll ich ihm schreiben? Erwarten Sie mich um 12? Nein, nein, nein. Den Triumph soll er nicht haben. Ich will nicht, will nicht, will nicht. Gott sei Dank, dass ich die Pulver da habe. Das ist die einzige Rettung. Wo sind Sie denn? Um Gottes Willen, man wird sie mir doch nicht gestohlen haben. Aber nein, da sind Sie ja, da in der Schachtel. Sind Sie noch alle da? Ja, da sind sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich will sie ja nur ansehen, die lieben Pulver. Es verpflichtet ja zu nichts. Auch dass ich sie ins Glas schütte, verpflichtet ja zu nichts. 1, 2. Aber ich bringe mich ja sicher nicht um. Fällt mir gar nicht ein. 3, 4, 5. Davon stirbt man auch noch lange nicht. Es wäre schrecklich, wenn ich das Veronal nicht mit hätte. Da müsste ich mich zum Fenster hinunterstürzen und dazu hätte ich doch nicht den Mut. Aber das Veronal. Man schläft langsam ein, wacht nicht mehr auf. Keine Qual, kein Schmerz. Man legt sich ins Bett, in einem Zuge trinkt man es aus, träumt und alles ist vorbei. Vorgestern habe ich auch ein Pulver genommen und neulich sogar 2. Psst, niemandem sagen. Heute werden es halt ein bisschen mehr sein, ist ja nur für alle Fälle, wenn es mich gar zu sehr grausen sollte. Aber warum soll es mich denn grausen? Wenn er mich anrührt, so spucke ich ihm ins Gesicht, ganz einfach.
Aber wie soll ich ihm denn den Brief zukommen lassen? Ich kann doch nicht dem Herrn von Dorsday durch das Stubenmädchen einen Brief schicken. Das Beste, ich gehe hinunter und rede mit ihm und zeige ihm das Telegramm. Hinunter muss ich ja jedenfalls. Ich kann doch nicht da heroben im Zimmer bleiben. Ich hielte es ja gar nicht aus, 3 Stunden lang, bis der Moment kommt. Auch wegen der Tante muss ich hinunter. Ja, was geht mich denn die Tante an? Was gehen mich die Leute an? Sehen Sie, meine Herrschaften, da steht das Glas mit dem Veronal. So, jetzt nehme ich es in die Hand. So, jetzt führe ich es an die Lippen. Ja, jeden Moment kann ich drüben sein, wo es keine Tanten gibt und keinen Dorsday und keinen Vater, der Mündelgelder defraudiert. Aber ich werde mich nicht umbringen. Das habe ich nicht notwendig. Ich werde auch nicht zu Herrn von Dorsday ins Zimmer gehen. Fällt mir gar nicht ein. Ich werde mich doch nicht um 50.000 Gulden nackt hinstellen vor einen alten Lebemann, um einen Lumpen vor dem Kriminal zu retten. Nein, nein. Entweder oder. Wie kommt denn der Herr von Dorsday dazu? Gerade der. Wenn einer mich sieht, dann sollen mich auch andere sehen. Ja, herrlicher Gedanke. Alle sollen sie mich sehen, die ganze Welt soll mich sehen, und dann kommt das Veronal. Nein, nicht das Veronal. Wozu denn? Dann kommt die Villa mit den Marmorstufen und die schönen Jünglinge und die Freiheit und die weite Welt. Guten Abend, Fräulein Else, so gefallen Sie mir. Aha, da unten werden Sie meinen, ich bin verrückt geworden. Aber ich war noch nie so vernünftig. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich wirklich vernünftig. Alle. Alle sollen sie mich sehen, dann gibt es kein Zurück, kein Nachhause zu Papa und Mama, zu den Onkeln und Tanten. Dann bin ich nicht mehr das Fräulein Else, das man an irgendeinen Direktor Willomitzer verkuppeln möchte. Alle habe ich sie so zum Narren, den Schuften Dorsday vor allem, und komme zum zweiten Mal auf die Welt. Sonst alles vergeblich, Adresse bleibt Fiala. Haha. Keine Zeit mehr verlieren, nicht wieder feig werden. Herunter das Kleid. Wer wird der Erste sein? Wirst du es sein, Vetter Paul? Dein Glück, dass der Römerkopf nicht mehr da ist. Wirst du diese schönen Brüste küssen heute Nacht? Ah, wie bin ich schön. Bertha, dein schwarzes Seidenhemd. Raffiniert, ich werde noch viel raffinierter sein. Herrliches Leben. Fort mit den Strümpfen, das wäre unanständig. Nackt, ganz nackt. Wie wird mich Sissy beneiden? Und andere auch, aber sie trauen sich nicht. Sie möchten ja alle so gern. Nehmt euch ein Beispiel. Ich, die Jungfrau, ich traue mich. Ich werde mich ja zu Tode lachen über Dorsday. Da bin ich, Herr von Dorsday, rasch auf die Post. 50.000. So viel ist es doch wert. Schön, schön bin ich. Schau mich an, Nacht. Berge, schaut mich an. Himmel, schau mich an, wie schön ich bin. Aber ihr seid ja blind. Was habe ich von euch? Die da unten haben Augen. Soll ich mir die Haare lösen? Nein, da sehe ich aus wie eine Verrückte. Aber ihr sollt mich nicht für verrückt halten. Nur für schamlos sollt ihr mich halten, für eine Kanaille. Wo ist das Telegramm? Um Gottes Willen, wo hab ich denn das Telegramm? Da liegt es ja, friedlich neben dem Veronal. Wiederhole flehentlich. 50.000, sonst alles vergeblich. Adresse bleibt Fiala. Ja, das ist das Telegramm. Das ist ein Stück Papier, und da stehen Worte drauf. Aufgegeben in Wien, 4:30 Uhr. Nein, ich träume nicht, es ist alles wahr. Und zu Hause warten sie auf die 50.000 Gulden. Und Herr von Dorsday wartet auch. Er soll nur warten. Wir haben ja Zeit. Ah, wie hübsch es ist, so nackt im Zimmer auf und ab zu spazieren. Bin ich wirklich so schön wie im Spiegel? Ach, kommen Sie doch näher, schönes Fräulein. Ich will Ihre blutroten Lippen küssen, ich will Ihre Brüste an meine Brüste pressen. Wie schade, dass das Glas zwischen uns ist, das kalte Glas. Wie gut würden wir uns miteinander vertragen, nicht wahr? Wir brauchten ja niemanden andern. Es gibt vielleicht gar keine anderen Menschen. Es gibt Telegramme und Hotels und Berge und Bahnhöfe und Wälder. Aber Menschen gibt es nicht. Die träumen wir nur. Nur der Dr. Fiala existiert mit der Adresse. Es bleibt immer dieselbe. Oh, ich bin keineswegs verrückt, ich bin nur ein wenig erregt. Das ist doch ganz selbstverständlich, bevor man zum zweiten Mal auf die Welt kommt. Denn die frühere Else ist schon gestorben. Ja, ganz bestimmt bin ich tot, da braucht man kein Veronal dazu. Soll ich es nicht weggießen? Das Stubenmädel könnte es aus Versehen trinken. Ich werde einen Zettel hinlegen und darauf schreiben, Gift,
Nein, lieber Medizin, damit dem Stubenmädel nichts geschieht. So edel bin ich. So, Medizin. Zweimal unterstrichen und drei Ausrufungszeichen. Jetzt kann nichts passieren. Und wenn ich dann heraufkomme und keine Lust habe, mich umzubringen und nur schlafen will, dann trinke ich eben nicht das ganze Glas aus, sondern nur ein Viertel davon oder noch weniger. Ganz einfach. Alles habe ich in meiner Hand. Am einfachsten wäre, ich liefe hinunter, so wie ich bin, über Gang und Stiegen. Aber nein, da könnte ich aufgehalten werden, ehe ich unten bin. Und ich muss doch die Sicherheit haben, dass der Herr von Dorsday dabei ist. Sonst schickt er natürlich das Geld nicht ab, der Schmutzian. Aber ich muss ihm ja noch schreiben. Das ist doch das Wichtigste. Oh, kalt ist die Sessellehne, aber angenehm. Wenn ich meine Villa am italienischen See haben werde, dann werde ich in meinem Park immer nackt herumspazieren. Die Füllfeder vermache ich Fred, wenn ich einmal sterbe. Aber vorläufig habe ich etwas Gescheiteres zu tun, als zu sterben. Hochverehrter Herr Vicomte. Also, vernünftig, Else. Keine Aufschrift, weder hochverehrt noch hochverachtet. Ihre Bedingung, Herr von Dorsday, ist erfüllt. In dem Augenblick, da Sie diese Zeilen lesen, Herr von Dorsday, ist Ihre Bedingung erfüllt, wenn auch nicht ganz in der von Ihnen vorgesehenen Weise. Nein, wie gut das Mädel schreibt, möchte der Papa sagen. Und so rechne ich darauf, dass Sie Ihrerseits Ihr Wort halten und die 50.000 Gulden telegrafisch an die bekannte Adresse unverzüglich anweisen lassen werden. Else. Nein, nicht Else. Gar keine Unterschrift. So, mein schönes gelbes Briefpapier. Habe ich zu Weihnachten bekommen. Schad drum. So, und jetzt Telegramm und Brief ins Kuvert. Herrn von Dorsday, Zimmer Nummer 65. Wozu die Nummer? Ich leg ihm den Brief einfach vor die Tür im Vorbeigehen. Aber ich muss nicht, ich muss überhaupt gar nichts. Wenn es mir beliebt, kann ich mich jetzt auch ins Bett legen und schlafen und mich um nichts mehr kümmern. Nicht um den Herrn von Dorsday und nicht um den Papa. Ein gestreifter Sträflingsanzug ist auch ganz elegant und erschossen haben sich schon viele. Und sterben müssen wir alle. Aber du hast ja das alles vorläufig nicht nötig, Papa. Du hast ja deine herrlich gewachsene Tochter und Adresse bleibt Fiala. Ich werde eine Sammlung einleiten. Mit dem Teller werde ich herumgehen. Warum sollte nur Herr von Dorsday zahlen? Das wäre ein Unrecht. Jeder nach seinen Verhältnissen. Wie viel wird Paul auf den Teller legen? Und wie viel der Herr mit dem goldenen Zwicker? Aber bildet euch nur ja nicht ein, dass das Vergnügen lange dauern wird. Gleich hülle ich mich wieder ein, laufe die Treppen hinauf in mein Zimmer, sperre mich ein und, wenn es mir beliebt, trinke ich das ganze Glas auf einen Zug. Aber es wird mir nicht belieben. Es wäre nur eine Feigheit. Sie verdienen gar nicht so viel Respekt, die Schufte. Schämen? Vor euch? Ich mich schämen vor irgendwem? Das habe ich wirklich nicht nötig. Lass dir noch einmal in die Augen sehen, schöne Else, was du für Riesenaugen hast, wenn man näher kommt. Ich wollte, es küsste mich einer auf meine Augen, auf meinen blutroten Mund. Kaum über die Knöchel reicht mein Mantel. Man wird sehen, dass meine Füße nackt sind. Was tut's? Man wird noch mehr sehen. Aber ich bin nicht verpflichtet. Ich kann gleich wieder umkehren, noch bevor ich unten bin. Im ersten Stock kann ich umkehren. Ich muss überhaupt nicht hinuntergehen. Aber ich will ja. Ich freue mich drauf. Habe ich mir nicht mein ganzes Leben lang sowas gewünscht? Worauf warte ich denn noch? Ich bin ja bereit. Die Vorstellung kann beginnen. Den Brief nicht vergessen. Eine aristokratische Schrift, behauptet Fred. Auf Wiedersehen, Else. Du bist schön mit dem Mantel. Florentinerinnen haben sich so malen lassen. In den Galerien hängen ihre Bilder und es ist eine Ehre für sie. Man muss gar nichts bemerken, wenn ich den Mantel umhabe. Nur die Füße, nur die Füße. Ich nehme die schwarzen Lackschuhe. Dann denkt man, es sind fleischfarbene Strümpfe. So werde ich durch die Halle gehen und kein Mensch wird ahnen, dass unter dem Mantel nichts ist als ich. Ich selber. Und dann kann ich immer noch herauf. Wer spielt denn da unten so schön Klavier? Chopin? Herr von Dorsday wird etwas nervös sein. Vielleicht hat er Angst vor Paul. Nur Geduld, Geduld. Wird sich alles finden. Ich weiß noch gar nichts, Herr von Dorsday. Ich bin selber schrecklich gespannt. Licht ausschalten. Ist alles in Ordnung in meinem Zimmer? Leb wohl, Veronal. Auf Wiedersehen. Leb wohl, mein heißgeliebtes Spiegelbild, wie du im Dunkeln leuchtest.
Ich bin schon ganz gewohnt, unter dem Mantel nackt zu sein. Ganz angenehm. Wer weiß, ob nicht manche so in der Halle sitzen und keiner weiß es, ob nicht manche Dame so ins Theater geht und so in ihrer Loge sitzt, zum Spaß oder aus anderen Gründen? Ende von Abschnitt 4. Gelesen von Growings. www.growings.com. Abschnitt 6 von Fräulein Else von Arthur Schnitzler. Soll ich zusperren? Wozu? Hier wird ja nichts gestohlen. Und wenn auch, ich brauche ja nichts mehr. Schluss. Wo ist denn Nummer 65? Niemand ist auf dem Gang, alles noch unten beim Diner. 61, 62, das sind ja riesige Bergschuhe, die da vor der Türe stehen. Da hängt eine Hose am Haken, wie unanständig. 64, 65, so, da wohnt er, der Vicomte. Da unten lehne ich den Brief hin, an die Tür, da muss er ihn gleich sehen. Es wird ihn doch keiner stehlen. So, da liegt er. Macht nichts, ich kann auch immer tun, was ich will. Hab ihn halt zum Narren gehalten. Wenn ich ihn nur jetzt nicht auf der Treppe begegne. Da kommt ja... Nein, das ist er nicht. Der ist viel hübscher als der Herr von Dorsday. Sehr elegant, mit dem kleinen schwarzen Schnurrbart. Wann ist denn der angekommen? Ich könnte eine kleine Probe veranstalten, ein ganz klein wenig den Mantel lüften. Ich habe große Lust dazu. Schauen Sie mich nur an, mein Herr. Sie ahnen nicht, an wem Sie da vorübergehen. Schade, dass Sie gerade jetzt sich heraufbemühen. Warum bleiben Sie nicht in der Halle? Sie versäumen etwas. Große Vorstellung. Warum halten Sie mich nicht auf? Mein Schicksal liegt in Ihrer Hand. Wenn Sie mich grüßen, so kehre ich wieder um. So, grüßen Sie mich doch. Ich sehe Sie doch so liebenswürdig an. Er grüßt nicht. Vorbei ist er. Er wendet sich um. Ich spüre es. Rufen Sie, grüßen Sie, retten Sie mich. Vielleicht sind Sie an meinem Tode schuld, mein Herr. Aber Sie werden es nie erfahren. Adresse bleibt Fiala. Wo bin ich? Schon in der Halle? Wie bin ich dahergekommen? So wenig Leute und so viele Unbekannte. Oder sehe ich so schlecht? Wo ist Dorsday? Er ist nicht da. Ist es ein Wink des Schicksals? Ich will zurück. Ich will einen anderen Brief an Dorsday schreiben. Ich erwarte Sie in meinem Zimmer um Mitternacht. Bringen Sie die Depesche an Ihre Bank mit. Nein, er könnte es für eine Falle halten. Könnte auch eine sein. Ich könnte Paul bei mir versteckt haben, und er könnte ihn mit dem Revolver zwingen, uns die Depesche auszuliefern. Erpressung, ein Verbrecherpaar. Wo ist Dorsday? Dorsday, wo bist du? Hat er sich vielleicht umgebracht, aus Reue über meinen Tod? Im Spielzimmer wird er sein, gewiss. An einem Kartentisch wird er sitzen. Dann will ich ihm von der Tür aus mit den Augen ein Zeichen geben. Er wird sofort aufstehen. Hier bin ich, mein Fräulein. Seine Stimme wird klingen. Wollen wir ein wenig promenieren, Herr Dorsday? Wie es beliebt, Fräulein Else. Wir gehen über den Marienweg zum Walde hin. Wir sind allein. Ich schlage den Mantel auseinander. Die 50.000 sind fällig. Die Luft ist kalt. Ich bekomme eine Lungenentzündung und sterbe. Warum sehen mich die zwei Damen an? Merken Sie was? Warum bin ich denn da? Bin ich verrückt? Ich werde zurückgehen in mein Zimmer, mich geschwind ankleiden. Das Blaue. Drüber den Mantel, wie jetzt aber, offen, da kann niemand glauben, dass ich vorher nichts angehabt habe. Ich kann nicht zurück, ich will auch nicht zurück. Wo ist Paul? Wo ist Tante Emma? Wo ist Sissy? Wo sind sie denn alle? Keiner wird es merken. Man kann es ja gar nicht merken. Wer spielt so schön? Chopin? Nein, Schumann. Ich irre in der Halle umher wie eine Fledermaus. 50.000, die Zeit vergeht. Ich muss diesen verfluchten Herrn von Dorsday finden. Nein, ich muss in mein Zimmer zurück. Ich werde Veronal trinken. Nur einen kleinen Schluck, dann werde ich gut schlafen. Nach getaner Arbeit ist gut ruhen, aber die Arbeit ist noch nicht getan. Wenn der Kellner den schwarzen Kaffee dem alten Herrn dort serviert, so geht alles gut aus. Und wenn er ihn dem jungen Ehepaar in der Ecke bringt, so ist alles verloren. Wieso? Was heißt das? Zu dem alten Herrn bringt er den Kaffee. Triumph! Alles geht gut aus. Ha, Sissy und Paul. Da draußen vor dem Hotel gehen sie auf und ab. Sie reden ganz vergnügt miteinander. Er regt sich nicht sonderlich auf wegen meiner Kopfschmerzen. Schwindler. Sissy hat keine so schönen Brüste wie ich. Freilich, sie hat ja ein Kind. Was reden die zwei?
wenn man es hören könnte. Was geht es mich an, was Sie reden? Aber ich könnte auch vors Hotel gehen, Ihnen guten Abend wünschen und dann weiter, weiter flattern, über die Wiese, in den Wald, hinaufsteigen, klettern, immer höher, bis auf den Simon hinauf, mich hinlegen, einschlafen, erfrieren. Geheimnisvoller Selbstmord einer jungen Dame der Wiener Gesellschaft, nur mit einem schwarzen Abendmantel bekleidet, wurde das schöne Mädchen an einer unzugänglichen Stelle des Simon de la Pala tot aufgefunden. Aber vielleicht findet man mich nicht. Oder erst im nächsten Jahr oder noch später, verwest als Skelett. Doch besser hier in der geheizten Halle sein und nicht erfrieren. Nun, Herr von Dorsday, wo stecken Sie denn eigentlich? Bin ich verpflichtet zu warten? Sie haben mich zu suchen, nicht ich Sie. Ich will noch im Spielsaal nachschauen. Wenn er dort nicht ist, hat er sein Recht verwirkt. Und ich schreibe ihm, Sie waren nicht zu finden, Herr von Dorsday. Sie haben freiwillig verzichtet. Das entbindet Sie nicht von der Verpflichtung, das Geld sofort abzuschicken. Das Geld. Was für ein Geld denn? Was kümmert mich das? Es ist mir doch ganz gleichgültig, ob er das Geld abschickt oder nicht. Ich habe nicht das geringste Mitleid mehr mit Papa. Mit keinem Menschen habe ich Mitleid. Auch mit mir selber nicht. Mein Herz ist tot. Ich glaube, es schlägt gar nicht mehr. Vielleicht habe ich das Veronal schon getrunken. Warum schaut mich die holländische Familie so an? Man kann doch unmöglich was merken. Der Portier sieht mich auch so verdächtig an. Ist vielleicht noch eine Depesche gekommen? 80.000? 100.000? Adresse bleibt Fiala. Wenn eine Depesche da wäre, würde er es mir sagen. Er sieht mich hochachtungsvoll an. Er weiß nicht, dass ich unter dem Mantel nichts anhabe. Niemand weiß es. Ich gehe zurück in mein Zimmer. Zurück, zurück, zurück. Wenn ich über die Stufen stolperte, das wäre eine nette Geschichte. Vor 3 Jahren auf dem Wörthersee ist eine Dame ganz nackt hinausgeschwommen, aber noch am selben Nachmittag ist sie abgereist. Die Mama hat gesagt, es ist eine Operettensängerin aus Berlin. Schumann? Ja, Karneval. Die oder der spielt ganz schön. Das Kartenzimmer ist aber rechts. Letzte Möglichkeit, Herr von Dorsday. Wenn er dort ist, winke ich ihn mit den Augen zu mir her und sage ihm, um Mitternacht werde ich bei Ihnen sein, Sie Schuft. Nein, Schuft sage ich ihm nicht, aber nachher sage ich es ihm. Irgendwer geht mir nach. Ich wende mich nicht um. Nein, nein. Else! Um Gottes Willen, die Tante! Weiter, weiter! Else! Ich muss mich umdrehen, es hilft mir nichts. Oh, guten Abend, Tante. Ja, Else, was ist denn mit dir? Grad wollte ich zu dir hinaufschauen, Paul hat mir gesagt. Ja, wie schaust du denn aus? Wie schaue ich denn aus, Tante? Es geht mir schon ganz gut. Ich habe auch eine Kleinigkeit gegessen. Sie merkt was, sie merkt was. Else, du hast ja keine Strümpfe an. Was sagst du da, Tante? Meine Seele, ich habe keine Strümpfe an. Nein. Ist dir nicht wohl, Else? Deine Augen, du hast Fieber. Fieber? Ich glaub nicht, ich hab nur so furchtbare Kopfschmerzen gehabt wie nie in meinem Leben noch. Du musst sofort zu Bett, Kind, du bist totenblass. Das kommt von der Beleuchtung, Tante. Alle Leute sehen hier blass aus in der Halle. Sie schaut so sonderbar an mir herab. Sie kann doch nichts merken. Jetzt nur die Fassung bewahren. Papa ist verloren, wenn ich nicht die Fassung bewahre. Ich muss etwas reden. Weißt du, Tante, was mir heuer in Wien passiert ist? Da bin ich einmal mit einem gelben und einem schwarzen Schuh auf die Straße gegangen. Kein Wort ist wahr. Ich muss weiterreden. Was sag ich nur? Weißt du, Tante, nach Migräneanfällen habe ich manchmal solche Anfälle von Zerstreutheit. Die Mama hat das auch früher gehabt. Nicht ein Wort ist wahr. Ich werde jedenfalls um den Doktor schicken. Aber ich bitte dich, Tante, es ist ja gar keiner im Hotel. Man müsste einen aus einer anderen Ortschaft holen. Der würde schön lachen, dass man ihn holen lässt, weil ich keine Strümpfe anhabe. Haha. Ich sollte nicht so laut lachen. Das Gesicht von der Tante ist angstverzerrt. Die Sache ist ihr unheimlich. Die Augen fallen ihr heraus. Sag, Else, hast du nicht zufällig Paul gesehen? Na, sie will sich Sukkurs verschaffen. Fassung, alles steht auf dem Spiel. Ich glaube, er geht auf und ab vor dem Hotel mit Sissy Moore, wenn ich nicht irre. Vor dem Hotel? Ich werde sie beide hereinholen. Wir wollen noch alle einen Tee trinken, nicht wahr? Gern. Was für ein dummes Gesicht sie macht. Ich nicke ihr ganz freundlich und harmlos zu. Fort ist sie. Ich werde jetzt in mein Zimmer gehen. Nein, was soll ich denn in meinem Zimmer tun? Es ist höchste Zeit. 50.000. Warum laufe ich denn so? Nur langsam, langsam.
Was will ich denn? Wie heißt der Mann? Herr von Dorsday. Komischer Name. Da ist ja das Spielzimmer. Grüner Vorhang vor der Tür. Man sieht nichts. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen. Die Whist-Party. Die spielen jeden Abend. Dort spielen zwei Herren Schach. Herr von Dorsday ist nicht da. Victoria. Gerettet. Wieso denn? Ich muss weitersuchen. Ich bin verdammt, Herrn von Dorsday zu suchen, bis an mein Lebensende. Er sucht mich gewiss auch. Wir verfehlen uns immerfort. Vielleicht sucht er mich oben. Wir werden uns auf der Stiege treffen. Die Holländer sehen mich wieder an. Ganz hübsch, die Tochter. Der alte Herr hat eine Brille. Eine Brille, eine Brille. 50.000. Es ist ja nicht so viel. 50.000, Herr von Dorsday. Schumann? Ja, Karneval. Habe ich auch einmal studiert. Schön spielt sie. Warum denn sie? Vielleicht ist es ein Er? Vielleicht ist es eine Virtuosin? Ich will einen Blick in den Musiksalon tun. Da ist ja die Tür. Dorsday, ich falle um. Dorsday, dort steht er am Fenster und hört zu. Wie ist das möglich? Ich verzehre mich, ich werde verrückt, ich bin tot. Und er hört einer fremden Dame Klavierspielen zu. Dort auf dem Divan sitzen zwei Herren. Der Blonde ist erst heute angekommen. Ich habe ihn aus dem Wagen steigen sehen. Die Dame ist gar nicht mehr jung. Sie ist schon ein paar Tage lang hier. Ich habe nicht gewusst, dass sie so schön Klavier spielt. Sie hat es gut. Alle Menschen haben es gut. Nur ich bin verdammt. Dorsday, Dorsday. Ist er das wirklich? Er sieht mich nicht. Jetzt schaut er aus wie ein anständiger Mensch. Er hört zu. 50.000. Jetzt oder nie. Leise die Tür aufgemacht. Da bin ich, Herr von Dorsday. Ei, sieht mich nicht. Ich will ihm nur ein Zeichen mit den Augen geben. Dann werde ich den Mantel ein wenig lüften. Das ist genug. Ich bin ja ein junges Mädchen. Bin ein anständiges junges Mädchen aus guter Familie. Bin ja keine Dirne. Ich will fort. Ich will Virunal nehmen und schlafen. Sie haben sich geirrt, Herr von Dorsday. Ich bin keine Dirne. Adieu, adieu. Ah, er schaut auf. Da bin ich, Herr von Dorsday. Was für Augen er macht. Seine Lippen zittern. Er bohrt seine Augen in meine Stirn. Er ahnt nicht, dass ich nackt bin unter dem Mantel. Lassen Sie mich fort, lassen Sie mich fort. Seine Augen glühen, seine Augen drohen. Was wollen Sie von mir? Sie sind ein Schuft. Keiner sieht mich als er. Sie hören zu. So kommen Sie doch, Herr von Dorsday. Merken Sie nichts dort im Fauteuil? Herrgott, im Fauteuil. Das ist ja der Filou. Himmel, ich danke dir. Er ist wieder da, er ist wieder da. Er war nur auf einer Tour. Jetzt ist er wieder da. Der Römerkopf ist wieder da. Mein Bräutigam, mein Geliebter. Aber er sieht mich nicht. Er soll mich auch nicht sehen. Was wollen Sie, Herr von Dorsday? Sie schauen mich an, als wenn ich Ihre Sklavin wäre. Ich bin nicht Ihre Sklavin. 50.000. Bleibt es bei unserer Abmachung, Herr von Dorsday? Ich bin bereit. Da bin ich. Ich bin ganz ruhig. Ich lächle. Verstehen Sie meinen Blick? Sein Auge spricht zu mir. Komm. Sein Auge spricht. Ich will dich nackt sehen. Und du Schuft, ich bin ja nackt. Was willst du denn noch? Schicke die Depesche ab. Sofort. Es rieselt durch meine Haut. Die Dame spielt weiter. Köstlich rieselt es durch meine Haut. Wie wundervoll ist es, nackt zu sein. Die Dame spielt weiter. Sie weiß nicht, was hier geschieht. Niemand weiß es. Keiner noch sieht mich. Filou, Filou, nackt stehe ich da. Dorsday reißt die Augen auf. Jetzt endlich glaubt er es. Der Filou steht auf. Seine Augen leuchten. Du verstehst mich, schöner Jüngling. Aha, die Dame spielt nicht mehr. Der Papa ist gerettet. 50.000. Adresse bleibt Fiala. Hahaha, wer lacht denn da? Ich selber? Hahaha. Was sind denn das für Gesichter um mich? Hahaha. Zu dumm, dass ich lache. Ich will nicht lachen, ich will nicht. Aha, Else. Wer ruft Else? Das ist Paul. Er muss hinter mir sein. Ich spüre einen Luftzug über meinen nackten Rücken. Es saust in meinen Ohren. Vielleicht bin ich schon tot? Was wollen Sie, Herr von Dorsday? Warum sind Sie so groß und stürzen über mich her? Aha. Was habe ich denn getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich falle um. Alles ist vorbei. Warum ist denn keine Musik mehr? Ein Arm schlingt sich um meinen Nacken. Das ist Paul. Wo ist denn der Filou? Da liege ich. Ahaha! Der Mantel fliegt auf mich herab. Und ich liege da.
Die Leute halten mich für ohnmächtig. Nein, ich bin nicht ohnmächtig. Ich bin bei vollem Bewusstsein. Ich bin 100-mal wach. Ich bin 1000-mal wach. Ich muss nur immer lachen. Hahaha. Jetzt haben Sie Ihren Willen, Herr von Dorsday. Sie müssen das Geld für Papa schicken. Sofort. Ah. Ich will nicht schreien. Und ich muss immer schreien. Warum muss ich denn schreien? Meine Augen sind zu. Niemand kann mich sehen. Papa ist gerettet. Else. Das ist die Tante. Else, Else, ein Arzt, geschwind zum Portier. Was ist denn passiert? Das ist ja nicht möglich, das arme Kind. Was reden Sie denn da, was murmeln Sie denn da? Ich bin kein armes Kind, ich bin glücklich. Der Filou hat mich nackt gesehen. Oh, ich schäme mich so. Was habe ich getan? Nie wieder werde ich die Augen öffnen. Bitte die Türe schließen. Warum soll man die Türe schließen? Was für Gemurmel. 1000 Leute sind um mich. Sie halten mich alle für ohnmächtig. Ich bin nicht ohnmächtig. Ich träume nur. Ende von Abschnitt 6. Gelesen von Growings. www.growings.com Abschnitt 7 von Fräulein Else von Arthur Schnitzler. Beruhigen Sie sich doch, gnädige Frau. Ist schon um den Arzt geschickt. Es ist ein Ohnmachtsanfall. Wie weit Sie alle weg sind. Sie sprechen alle vom Simon herunter. Man kann Sie doch nicht auf dem Boden liegen lassen. Hier ist ein Plaid, eine Decke. Decke oder Plaid, das ist ja gleichgültig. Bitte doch um Ruhe. Auf den Divan. Bitte doch endlich die Türe zu schließen. Nicht so nervös sein, sie ist ja geschlossen. Else, Else, wenn die Tante nur endlich still wäre. Hörst du mich, Else? Du siehst doch, Mama, dass sie ohnmächtig ist. Ja, Gott sei Dank, für euch bin ich ohnmächtig. Und ich bleibe auch ohnmächtig. Wir müssen sie auf ihr Zimmer bringen. Was ist denn da geschehen, um Gottes Willen? Sissy, wie kommt denn Sissy auf die Wiese? Ach, es ist ja nicht die Wiese. Else, bitte um Ruhe. Bitte ein wenig zurückzutreten. Hände, Hände unter mir. Was wollen Sie denn? Wie schwer ich bin. Pauls Hände. Fort, fort. Der Filou ist in meiner Nähe, ich spüre es. Und Dorsday ist fort. Man muss ihn suchen. Er darf sich nicht umbringen, ehe er die 50.000 abgeschickt hat. Meine Herrschaften, er ist mir Geld schuldig. Verhaften Sie ihn. Hast du eine Ahnung, von wem die Depesche war, Paul? Guten Abend, meine Herrschaften. Else, hörst du mich? Lassen Sie sie doch, Frau Sissy. Ach, Paul. Der Direktor sagt, es kann 4 Stunden dauern, bis der Doktor da ist. Sie sieht aus, als wenn sie schliefe. Ich liege auf dem Divan. Paul hält meine Hand, er fühlt mir den Puls. Richtig, er ist ja Arzt. Von Gefahr ist keine Rede, Mama. Ein Anfall. Keinen Tag länger bleibe ich im Hotel, bitte dich, Mama. Morgen früh reisen wir ab. Aber einfach über die Dienerschaftsstiege. Die Tragbare wird sofort hier sein. Bahre? Bin ich nicht heute schon auf einer Bahre gelegen? War ich nicht schon tot? Muss ich denn noch einmal sterben? Wollen Sie nicht dafür sorgen, Herr Direktor, dass die Leute sich endlich von der Türe entfernen? Rege dich doch nicht auf, Mama. Es ist eine Rücksichtslosigkeit von den Leuten. Warum flüstern Sie denn alle wie in einem Sterbezimmer? Gleich wird die Bahre da sein. Mach auf das Tor, Herr Matador. Der Gang ist frei. Die Leute könnten doch wenigstens so viel Rücksicht haben. Ich bitte dich, Mama, beruhige dich doch. Bitte, gnädige Frau. Wollen Sie sich nicht ein wenig meiner Mutter annehmen, Frau Sissy? Sie ist deine Geliebte, aber sie ist nicht so schön wie ich. Was ist denn schon wieder? Was geschieht denn da? Sie bringen die Bahre. Ich sehe es mit geschlossenen Augen. Das ist die Bahre, auf der sie die Verunglückten tragen. Auf der ist auch der Dr. Zsigmondy gelegen, der vom Simon abgestürzt ist. Und jetzt werde ich auf der Bahre liegen. Ich bin auch abgestürzt. Ha! Nein, ich will nicht noch einmal schreien. Sie flüstern. Er beugt sich über meinen Kopf. Es riecht gut nach Zigaretten. Seine Hand ist unter meinem Kopf. Hände unter meinem Rücken, Hände unter meinen Beinen. Fort, fort, rührt mich nicht an. Ich bin ja nackt. Pfui, pfui. Was wollt ihr denn? Lasst mich in Ruhe. Es war nur für Papa. Bitte vorsichtig. So, langsam. Der Plaid? Ja, danke, Frau Sissy. Warum dankt er ihr? Was hat sie denn getan? Was geschieht mit mir? Ah, wie gut, ich schwebe, ich schwebe, ich schwebe hinüber. Man trägt mich, man trägt mich, man
trägt mich zu Grabe. Aber mir seien das gewohnt, Herr Doktor, da sind schon schwere draufgelegen, im vorigen Herbst einmal zwei zugleich. Psst, psst. Vielleicht sind Sie so gut vorauszugehen, Frau Sissy, und sehen, ob in Elses Zimmer alles in Ordnung ist. Was hat Sissy in meinem Zimmer zu tun? Das Veronal, das Veronal. Wenn Sie es nur nicht weggießen, dann müsste ich mich doch zum Fenster hinunterstürzen. Danke sehr, Herr Direktor, bemühen Sie sich nicht weiter. Ich werde mir erlauben, später wieder nachzufragen. Die Treppe knarrt, die Träger haben schwere Bergstiefel. Wo sind meine Lackschuhe? Im Musikzimmer geblieben. Man wird sie stehlen. Ich habe sie der Agathe vermachen wollen. Fred kriegt meine Füllfeder. Sie tragen mich, Trauerzug. Wo ist Dorstey, der Mörder? Fort ist er. Auch der Filou ist fort. Er ist gleich wieder auf die Wanderschaft gegangen. Er ist nur zurückgekommen, um einmal meine weißen Brüste zu sehen, und jetzt ist er wieder fort. Er geht einen schwindeligen Weg zwischen Felsen und Abgrund. Leb wohl, ich schwebe. Sie sollen mich nur hinauftragen, immer weiter, bis zum Dach, bis zum Himmel. Das wäre so bequem. Ich hab es ja kommen gesehen, Paul. Was hat die Tante kommen gesehen? Schon die ganzen letzten Tage habe ich so etwas kommen gesehen. Sie ist überhaupt nicht normal. Sie muss natürlich in eine Anstalt. Aber Mama, jetzt ist doch nicht der Moment, davon zu reden. Anstalt? Anstalt? Du denkst doch nicht, Paul, dass ich in ein und demselben Coupé mit dieser Person nach Wien fahren werde. Könnte man ja schöne Sachen erleben. Es wird nicht das Geringste passieren, Mama. Ich garantiere dir, dass du keinerlei Ungelegenheiten haben wirst. Wie kannst du das garantieren? Nein, Tante, du sollst keine Ungelegenheiten haben. Niemand wird Ungelegenheiten haben. Nicht einmal Herr von Dorstey. Wo sind wir denn? Wir bleiben stehen. Wir sind im zweiten Stock. Ich werde blinzeln. Sissy steht in der Tür und spricht mit Paul. Hierher bitte, so, so, hier, danke. Rücken Sie die Bahre ganz nah ans Bett heran. Sie heben die Bahre. Sie tragen mich. Wie gut, nun bin ich wieder zu Hause. Ah. Danke. So ist es schon recht. Bitte die Türe zu schließen. Wenn Sie so gut sein wollten, mir zu helfen, Sissy. Oh, mit Vergnügen, Herr Doktor. Langsam bitte. Hier, bitte, Sissy. Fassen Sie sie an. Hier, an den Beinen. Vorsichtig. Und dann? Else. Hörst du mich, Else? Aber natürlich höre ich dich, Paul. Ich höre alles. Aber was geht euch das an? Es ist ja so schön, ohnmächtig zu sein. Ach, macht, was ihr wollt. Paul? Gnädige Frau? Glaubst du wirklich, dass sie bewusstlos ist, Paul? Du. Sie sagt ihm, du. Hab ich euch erwischt. Du, sagt sie ihm. Ja, sie ist vollkommen bewusstlos. Das kommt nach solchen Anfällen gewöhnlich vor. Nein, Paul, du bist zum Kranklachen, wenn du dich so erwachsen als Doktor benimmst. Hab ich euch, Schwindelbande. Hab ich euch? Still, Sissy. Warum denn? Wenn sie nichts hört? Was ist denn geschehen? Nackt liege ich im Bett unter der Decke. Wie haben sie das gemacht? Nun, wie geht's? Besser? Das ist ja die Tante. Was will sie denn da? Noch immer ohnmächtig? Auf den Zehenspitzen schleicht sie heran. Sie soll zum Teufel gehen. Ich lasse mich in keine Anstalt bringen. Ich bin nicht irrsinnig. Kann man sie nicht zum Bewusstsein erwecken? Sie wird bald wieder zu sich kommen, Mama. Jetzt braucht sie nichts als Ruhe. Übrigens du auch, Mama. Möchtest du nicht schlafen gehen? Es besteht absolut keine Gefahr. Ich werde zusammen mit Frau Sissy bei Else Nachtwache halten. Jawohl, gnädige Frau, ich bin die Karte Dame. Oder Else, wie man's nimmt. Elendes Frauenzimmer. Ich liege hier ohnmächtig und sie macht Späße. Und ich kann mich darauf verlassen, Paul, dass du mich wecken lässt, sobald der Arzt kommt. Aber Mama, der kommt nicht vor morgen früh. Sie sieht aus, als wenn sie schliefe. Ihr Atem geht ganz ruhig. Es ist ja auch eine Art von Schlaf, Mama. Ich kann mich immer noch nicht fassen, Paul. Ein solcher Skandal. Du wirst sehen, es kommt in die Zeitung. Mama. Aber sie kann doch nichts hören, wenn sie ohnmächtig ist. Wir reden doch ganz leise. In diesem Zustand sind die Sinne manchmal unheimlich geschärft. Sie haben einen so gelehrten Sohn, gnädige Frau. Bitte dich, Mama, geh zu Bette. Morgen reisen wir ab unter jeder Bedingung. Oder in Bozen nehmen wir eine Wärterin für Else. Was? Eine Wärterin? Da werdet ihr euch aber täuschen. Über all das reden wir morgen, Mama. Gute Nacht, Mama. Ich will mir einen Tee aufs Zimmer bringen lassen und in einer Viertelstunde schaue ich noch einmal her. Das ist doch absolut nicht notwendig, Mama. Nein,
Notwendig ist es nicht. Du sollst überhaupt zum Teufel gehen. Wo ist das Veronal? Ich muss noch warten. Sie begleiten die Tante zur Tür. Jetzt sieht mich niemand. Auf dem Nachttisch muss es ja stehen, das Glas mit dem Veronal. Wenn ich es austrinke, ist alles vorbei. Gleich werde ich es trinken. Die Tante ist fort. Paul und Sissy stehen noch in der Tür. Ha, sie küsst ihn. Sie küsst ihn. Und ich liege nackt unter der Decke. Schämt ihr euch denn gar nicht? Sie küsst ihn wieder. Schämt ihr euch nicht? Siehst du, Paul? Jetzt weiß ich, dass sie ohnmächtig ist, sonst wäre sie mir unbedingt an die Kehle gesprungen. Möchtest du mir nicht den Gefallen tun und schweigen, Sissy? Aber was willst du denn, Paul? Entweder ist sie wirklich bewusstlos, dann hört und sieht sie nichts, oder sie hält uns zum Narren. Dann geschieht dir ganz recht. Es hat geklopft, Sissy. Mir kam es auch so vor. Ich will leise aufmachen und sehen, wer es ist. Guten Abend, Herr von Dorsday. Verzeihen Sie, ich wollte nur fragen, wie sich die Kranke... Dorsday, Dorsday, wagte es. Wirklich? Alle Bestien sind losgelassen. Wo ist er denn? Ich höre sie flüstern vor der Tür. Paul und Dorsday. Sissy stellt sich vor den Spiegel hin. Was machen Sie vor dem Spiegel dort? Mein Spiegel ist es. Ist nicht mein Bild noch drin? Was reden Sie draußen vor der Tür, Paul und Dorsday? Ich fühle Sissys Blick. Vom Spiegel aus sieht sie zu mir her. Was will sie denn? Warum kommt sie denn näher? Hilfe! Hilfe! Ich schreie doch und keiner hört mich. Was wollen Sie an meinem Bett, Sissy? Warum beugen Sie sich herab? Wollen Sie mich erwürgen? Ich kann mich nicht rühren. Else! Was will sie denn? Else! Hören Sie mich, Else! Ich höre, aber ich schweige. Ich bin ohnmächtig. Ich muss schweigen. Else, Sie haben uns in einen schönen Schreck versetzt. Sie spricht zu mir. Sie spricht zu mir, als wenn ich wach wäre. Was will sie denn? Wissen Sie, was Sie getan haben, Else? Denken Sie, nur mit dem Mantel bekleidet sind Sie ins Musikzimmer getreten, sind plötzlich nackt dagestanden, vor allen Leuten, und dann sind Sie ohnmächtig hingefallen. Ein hysterischer Anfall, wird behauptet. Ich glaube kein Wort davon. Ich glaube auch nicht, dass Sie bewusstlos sind. Ich wette, Sie hören jedes Wort, das ich rede. Ja, ich höre. Ja, ja, ja. Aber sie hört mein Ja nicht. Warum denn nicht? Ich kann meine Lippen nicht bewegen. Darum hört sie mich nicht. Ich kann mich nicht rühren. Was ist denn mit mir? Bin ich tot? Bin ich scheintot? Träume ich? Wo ist das Veronal? Ich möchte mein Veronal trinken. Aber ich kann den Arm nicht ausstrecken. Gehen Sie fort, Sissy. Warum sind Sie über mich gebeugt? Fort, fort! Nie wird sie wissen, dass ich sie gehört habe. Niemand wird es je wissen. Nie wieder werde ich zu einem Menschen sprechen. Nie wache ich wieder auf. Sie geht zur Türe. Sie wendet sich noch einmal nach mir um. Sie öffnet die Türe. Dorsday. Dort steht er. Ich habe ihn gesehen mit geschlossenen Augen. Nein, ich sehe ihn wirklich. Ich habe ja die Augen offen. Die Türe ist angelehnt. Sissy ist auch draußen. Nun flüstern sie alle. Ich bin allein. Wenn ich mich jetzt rühren könnte. Ha, ich kann ja. Ich bewege die Hand, ich rege die Finger. Ich strecke den Arm. Ich sperre die Augen weit auf. Ich sehe, da steht mein Glas. Geschwind, ehe sie wieder ins Zimmer kommen. Sind es nur Pulver genug? Nie wieder darf ich erwachen. Was ich zu tun hatte auf der Welt, habe ich getan. Der Papa ist gerettet. Niemals könnte ich wieder unter Menschen gehen. Paul guckt durch die Türspalte herein. Er denkt, ich bin noch ohnmächtig. Er sieht nicht, dass ich den Arm beinahe schon ausgestreckt habe. Nun stehen sie wieder alle drei draußen vor der Tür. Die Mörder. Alle sind sie Mörder. Dorsday und Sissy und Paul, auch Fred ist ein Mörder und die Mama ist eine Mörderin. Alle haben sie mich gemordet und machen sich nichts wissen. Sie hat sich selber umgebracht, werden sie sagen. Ihr habt mich umgebracht, ihr alle. Habe ich es endlich? Geschwind, geschwind, ich muss keinen Tropfen verschütten. So, geschwind. Es schmeckt gut. Weiter, weiter. Es ist gar kein Gift. Nie hat mir was so gut geschmeckt. Wenn ihr wüsstet, wie gut der Tod schmeckt. Gute Nacht, mein Glas. Clear, clear. Was ist denn das? Auf dem Boden liegt das Glas. Unten liegt es. Gute Nacht. Else, Else. Was wollt ihr denn? Else. Seid ihr wieder da? Guten Morgen. Da liege ich bewusstlos mit geschlossenen Augen. Nie wieder sollt ihr meine Augen sehen. Sie muss sich bewegt haben, Paul. Wie hätte es sonst herunterfallen können? Eine unwillkürliche Bewegung, das wäre schon möglich.
wenn sie nicht wach ist? Was fällt dir ein, Sissy? Zieh sie doch nur an. Ich habe Veronal getrunken. Ich werde sterben. Aber es ist gerade so wie vorher. Vielleicht war es nicht genug. Paul fasst meine Hand. Der Puls geht ruhig. Lach doch nicht, Sissy, das arme Kind. Ob du mich auch ein armes Kind nennen würdest, wenn ich mich im Musikzimmer nackt hingestellt hätte? Schweig doch, Sissy. Ganz nach Belieben, mein Herr. Vielleicht soll ich mich entfernen, dich mit dem nackten Fräulein allein lassen. Ach, bitte genier dich nicht. Tu, als ob ich nicht da wäre. Ich habe Veronal getrunken. Es ist gut. Ich werde sterben. Gott sei Dank. Übrigens, weißt du, was mir vorkommt? Dass dieser Herr von Dorsday in das nackte Fräulein verliebt ist. Er war so erregt, als ginge ihn die Sache persönlich an. Dorsday. Das ist ja der 50.000. Wird er sie abschicken? Um Gottes Willen, wenn er sie nicht abschickt, ich muss es ihnen sagen, sie müssen ihn zwingen. Um Gottes Willen, wenn alles umsonst gewesen ist. Aber jetzt kann man mich noch retten. Paul, Sissy, warum hört ihr mich denn nicht? Wisst ihr denn nicht, dass ich sterbe? Aber ich spüre nichts. Nur müde bin ich. Paul, ich bin müde. Hörst du mich denn nicht? Ich bin müde, Paul. Ich kann die Lippen nicht öffnen, ich kann die Zunge nicht bewegen. Aber ich bin noch nicht tot. Das ist das Veronal. Wo seid ihr denn? Gleich schlafe ich ein, dann wird es zu spät sein. Ich höre sie gar nicht reden. Sie reden und ich weiß nicht was, ihre Stimmen brausen so. Oh, hilf mir doch, Paul, die Zunge ist mir so schwer. Ich glaube, Sissy, dass sie bald erwachen wird. Es ist, als wenn sie sich schon mühte, die Augen zu öffnen. Aber, Sissy, was tust du denn? Nun, ich umarme dich, warum denn nicht? Sie hat sich auch nicht geniert. Nein, ich habe mich nicht geniert. Nackt bin ich da gestanden vor allen Leuten. Wenn ich nur reden könnte, so würdet ihr verstehen, warum. Paul, ich will, dass ihr mich hört. Ich habe Veronal getrunken, Paul. 10 Pulver, 100. Ich habe es nicht tun wollen. Ich war verrückt. Ich will nicht sterben. Du sollst mich retten, Paul. Du bist ja Doktor. Rette mich. Jetzt scheint sie wieder ganz ruhig geworden. Der Puls ist ziemlich regelmäßig. Rette mich, Paul. Ich beschwöre dich. Lass mich doch nicht sterben. Jetzt ist noch Zeit. Aber dann werde ich einschlafen und ihr werdet es nicht wissen. Ich will nicht sterben, so rette mich doch. Es war nur wegen Papa. Dorsday hat es verlangt. Paul! Schau mal her, Sissy. Scheint dir nicht, dass sie lächelt? Wie sollte sie nicht lächeln, Paul, wenn du immerfort zärtlich ihre Hand hältst? Sissy, was habe ich dir denn getan, dass du so böse zu mir bist? Behalte deinen Paul, aber lass mich nicht sterben. Ich bin noch so jung. Die Mama wird sich kränken. Ich will noch auf viele Berge klettern, ich will noch tanzen, ich will auch einmal heiraten, ich will noch reisen. Morgen machen wir die Partie auf den Simon. Morgen wird ein wunderschöner Tag sein. Der Filou soll mitkommen. Ich lade ihn ergebenst ein. Lauf ihm doch nach, Paul. Er geht einen so schwindeligen Weg. Er wird dem Papa begegnen. Adresse bleibt Fiala. Vergiss nicht. Es sind nur 50.000 und dann ist alles in Ordnung. Da marschieren sie alle im Sträflingsgewand und singen. Mach auf das Tor, Herr Matador. Das ist ja alles nur ein Traum. Da geht auch Fred mit dem heiseren Fräulein und unter dem freien Himmel steht das Klavier. Der Klavierstimmer wohnt in der Badensteinstraße, Mama. Warum hast du ihm denn nicht geschrieben, Kind? Du vergisst aber alles. Wir sollten mehr Skalen üben, Else. Ein Mädel mit 13 Jahren sollte fleißiger sein. Rudi war auf dem Maskenball und ist erst um 8 Uhr früh nach Hause gekommen. Was hast du mir mitgebracht, Papa? 30.000 Puppen. Da brauche ich ein eigenes Haus dazu. Aber sie können auch im Garten spazieren gehen. Oder auf den Maskenball mit Rudi. Grüß dich Gott, Else. Ach, Bertha, bist du wieder aus Neapel zurück? Ja, aus Sizilien. Erlaube, dass ich dir meinen Mann vorstelle, Else. Enchanté, Monseigneur. Else. Hörst du mich, Else? Ich bin's, Paul. Ah, Paul. Warum sitzest du denn auf der Giraffe im Ringelspiel? Else. So reit mir doch nicht davon. Du kannst mich doch nicht hören, wenn du so schnell durch die Hauptallee reitest. Du sollst mich ja retten. Ich habe Veronalika genommen. Das läuft mir über die Beine, rechts und links, wie Ameisen. Ja, fang ihn nur, den Herrn von Dorsday, dort läuft er. Siehst du ihn denn nicht? Da springt er über den Teich. Er hat ja den Papa umgebracht. So lauf ihm doch nach. Ich laufe mit. Sie haben mir die Bahre auf den Rücken geschnallt, aber ich laufe mit. Meine Brüste zittern, so. Aber ich laufe mit. Wo bist du denn, Paul? Fred?
Wo bist du? Mama, wo bist du? Sissy? Warum lasst ihr mich denn allein durch die Wüste laufen? Ich habe ja Angst so allein. Ich werde lieber fliegen. Ich habe ja gewusst, dass ich fliegen kann. Else! Else! Wo seid ihr denn? Ich höre euch, aber ich sehe euch nicht. Else! 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 Was ist denn das, ein ganzer Chor? Und Orgel auch? Ich singe mit. Was ist es denn für ein Lied? Alle singen mit. Die Wälder auch und die Berge und die Sterne. Nie habe ich etwas so Schönes gehört. Noch nie habe ich eine so helle Nacht gesehen. Gib mir die Hand, Papa. Wir fliegen zusammen. So schön ist die Welt, wo man fliegen kann. Küss mir doch nicht die Hand. Ich bin ja dein Kind, Papa. Else, Else! Sie rufen von so weit. Was wollt ihr denn? Nicht wecken. Ich schlafe ja so gut. Morgen früh. Ich träume und fliege. Ich fliege, fliege, fliege. Schlafe und träume und fliege. Nicht wecken. Morgen früh. Else. Ich fliege. Ich träume. Ich schlafe. Ich treu. Treu. Ich flieh. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Crowwings. www.crowwings.com. Ende von Fräulein Else von Arthur Schnitzler. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei legamos.eu.